So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, nicht neuem Spiel, aber ja, diesmal nichts von Games Workshop und im Moment zocke ich eigentlich ganz wenig PC, aber hierfür, das hat mich ursprünglich erstmal drauf gebracht, so ein bisschen wegzugehen bei Tabletop so von GW und so Zeugs und zu einem ganz anderen Maßstab und dann habe ich tatsächlich mal in Flames of War reingeguckt, einfach nur bei den Minis. Da war dann am Überlegen, ja, Flames of War oder eher doch 28mm Bolt Action, davon hatte ich schon mal Sachen hier. Ich war ja sonst immer total gegen historische Sachen, gegen historisches Tabletop, weil ich dachte, nee, wenn ich so eine Konfliktsimulation oder ähnliches haben muss, dann muss ich nicht unbedingt irgendwas historisch Korrektes nehmen und dann da am besten jetzt noch irgendwie darstellen, wie irgendwelche SS-Truppen, was weiß ich, machen. Totale Scheiße. Deswegen immer abgelehnt, aber ich muss sagen, Computerspiele technisch, also dieses Spiel hier ganz kurz ist einer, wenn man so will, ein ganz, 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 ganz später Nachfolger vom Panzergeneral. So und Panzergeneral 3D und sowas. Sogar eher von 3D als von dem ersten Panzergeneral. Dieses Spiel ist ja technisch wahrscheinlich nicht wirklich auf dem neuesten Stand, aber es sieht trotzdem ganz okay, ganz schick aus. Und mal kurz gucken, ob die Aufnahme läuft, dann geht es sofort weiter. Ja, das sieht gut aus. Und es ist rundenbasiert mit Hexfeldern, genauso wie beim ganz uralten Panzergeneral auch. Und hat schon eine gewisse taktische Tiefe. Es gibt unheimlich viele Einheiten. Alles ist möglichst historisch korrekt. Da legen die hier sehr hohen Wert drauf, diese Entwickler. Der erste Teil vom Panzerkorps hatte 5 Milliarden DLCs irgendwie, wo man dann einzelne Kampagnen, einzelne Einsätze und was weiß ich was runterladen konnte. Habe ich nicht gemacht. Ich hatte mir hier erst Panzerkorps 2 geholt, direkt als rausgekommen ist, in der Field Marshal Edition. Dazu gleich mehr, deswegen kommt nämlich auch dieses Video heute. Und zwar habe ich mir danach dann irgendwann Panzerkorps 1 erstmal geholt, was von der Grafik echt mega überholt ist, auch von den Mechanics finde ich hier und da nicht ganz so geil ist wie dieses hier, ist ein bisschen anders teilweise, aber es hat halt einen Wahnsinnsumfang, ne? Es hat einen Wahnsinnsumfang, man kann alles Mögliche machen. Hier kann man nämlich, wenn man eine Kampagne spielt, nur quasi, ihr seht das hier, Wehrmacht spielen. Wehrmacht Kampagne und keine Alliierten oder so. Das kann man machen, wenn man ein besonderes Szenario spielt. Da hat man so verschiedene Optionen. Die sind teilweise auch nur hier, weil ich eben diese Field Marshal Edition habe. Ich glaube, sonst hat man das hier alles nicht, aber ich weiß es nicht genau. Das Spiel ist jetzt auch noch nicht so alt. Also ist schon ein paar Monate raus jetzt, aber es ist trotzdem noch nicht so mega alt. Und wenn das einen ähnlichen Weg geht wie das erste Panzerkorps, dann wird es eine Menge DLCs und Sachen dazu geben. Denn die Basis ist echt okay. Das ist alles cool, so wie es ist. Ja, es wäre halt dann wirklich toll, wenn man zum Beispiel, also da hätte ich sehr Bock drauf, wenn man einfach zum Beispiel den Afrika-Feldzug spielen kann, aber aus der alliierten Sicht oder so, geht halt nicht. Was hier auch ein bisschen doof war, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, geil, ich spiele hier Nordafrika 41, dann ist das irgendwie viel geiler, detaillierter, nur dieser Afrika-Feldzug. Nee. Wenn ich nämlich Polen 1939 mache, dann komme ich trotzdem dahin. Ich habe zwischendurch immer so Entscheidungsmöglichkeiten, ob ich eher zum Beispiel da oder hier spielen will. Dann habe ich hier nochmal die Entscheidung, ob ich da oder lieber hier kämpfen will. Dadurch sind die Missionen unterschiedlich und man kann auch teilweise so Entscheidungen treffen, beziehungsweise wenn man entsprechend performt und ganz viele Sachen einnimmt und sowas, dann kann man einen fiktiven Kampagnenzweig freischalten, sage ich mal. Aber man kann auch historisch korrekt bleiben. Das ist manchmal ein bisschen holprig, weil gerade in den späteren Missionen, wenn man als Wehrmacht trotzdem gewinnt, ist dann die Missionsnachbesprechung, ja, so und so, das war zwar alles schön und gut, aber Pech, wir sind trotzdem zurückgedrängt. Wo man dann immer denkt, so, ja, alles klar, ich kann also hier gar nicht gewinnen, die Kampagne oder so. Trotzdem macht es Bock, die Kampagne zu spielen, wo die Leute auch aufleveln und besser werden, man neuere Technologien aufrüsten kann und so weiter. Und der Grund, warum ich dieses Spiel hier euch heute zeige, weil ich sage ja, kein Games Workshop jetzt nicht so direkt Tabletop-Bezug, es sei denn, man setzt es so zu Flames of War und ähnlichen Sachen, weil ich sage, ey, ich bin hierdurch voll in Flames of War gekommen. Ich spiele es zwar überhaupt nicht, aber ich habe jetzt hier schon mega viele Minis, weil ich mir zum Beispiel gesagt habe, okay, ich mache britische Desert Rats, möchte ich mir aufbauen als Einheit. Und da war ich einfach im Flames of War Maßstab, weil zum einen es unheimlich viel gibt, auch von Drittanbietern und sowas, aber eben auch von Battlefront selbst gibt es schon eine Menge. Und weil die Modelle teilweise echt cool sind. Dieser Maßstab ist genau richtig, finde ich. Also
Der ist immer noch, die Fahrzeuge und so, die sind immer noch groß genug, um vernünftig bemalt zu werden, wo man ein bisschen was auch mit Weathering und so machen kann. Aber sie sind trotzdem natürlich ein ganzes Stück kleiner als beim 28 mm Maßstab. Ist Maßstab 1 zu 100 hier, irgendwie 15 mm. Aber es sieht trotzdem noch sehr geil aus. Ich meine, man sieht bei den älteren Battlefront-Sachen, die sehen eher teilweise sehr klobig, sehr blöd aus, aber manche sind richtig geil. Zum Beispiel haben die, weiß ich nicht, eine Box Sherman-Panzer rausgebracht aus Resin. Die gibt es jetzt irgendwie alle auch in Plastik und so, aber die alten Sachen sind in Resin. Und dann hast du da fünf individuell gesculptete Shermans drin. Das heißt, die haben alle andere Türme, andere Bodies, also natürlich die richtige Version, ja, also nicht der eine hat jetzt einen Firefly-Turm, der andere hat dann nur den normalen Schirmturm, das nicht, aber auf den Türmen, der eine hat zum Beispiel irgendwie, was weiß ich noch, Benzinkanister mit dran, Zusatzpanzerung, der andere hat irgendwie hinten einen Baseballschläger drauf oder draußen so drangehangen und sowas. Voll geil, richtig, richtig cool, macht auch richtig Bock zu bemalen. Und ja, deswegen, also das wäre dann so hier quasi der Tabletop-Bezug, wenn man so will. Nichtsdestotrotz, Tabletop hin oder her, ich hatte Bock hier mal reinzugucken, weil nämlich gestern Abend habe ich es erst gesehen. Gestern ist hierzu der quasi erste DLC rausgekommen. Und da ich nämlich eben diese Field Marshal Edition habe, wo irgendwie alles drin ist, was es gibt oder so, keine Ahnung, oder die ersten so und so viele DLCs, kann ich das schon spielen. Das kommt nämlich ansonsten erst nächste Woche irgendwann raus. Aber ich kann jetzt hier quasi nämlich schon den Spanish Civil War zocken. Warum das hier auf Englisch steht und ich habe aber hier alles auf Deutsch, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es noch nicht übersetzt ist und zu neu oder so, keine Ahnung. Wir werden das auf jeden Fall mal machen. Einfach direkt rein. Und dann gucken wir einfach mal so, wie es läuft. Also ich habe das hier noch nicht gespielt, ja. Ich habe die Wehrmacht-Kampagne natürlich schon komplett durchgespielt, also den kompletten Feldzug in beide Richtungen, also fiktiv und normal. Dann habe ich später gedacht, boah, geil, jetzt will ich nochmal Nordafrika hier spielen und dachte, boah, fett, ich habe jetzt hier 14 bis 17 Szenarios, wo es echt nur um Nordafrika geht. Tut es aber nicht, weil ab einem gewissen Punkt geht es nämlich dann weiter. Das heißt, das ist nicht detailliert jetzt nur dieser Afrika-Feldzug, was ich ein bisschen schade finde. So war nämlich Panzer Korps 1. Da konnte man dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt mit, weiß ich nicht, Briten und kanadischer Unterstützung oder sowas hier Desert spielen oder so. Ja, und dann hatte man mega viele Missionen und Sachen nacheinander und alles ganz detailliert, Schlachten um irgendwelche Städte. Das ist hier nicht so ganz klar. Der Maßstab ist auch nicht so ganz klar. So, manche Missionen behandeln etwas, was sehr detailliert ist. Also was weiß ich hier, so letzte Verteidigung von Berlin oder so. Ja, da geht es dann nur um wenige, ja, vielleicht Tage oder sowas, wenn man das da alles macht. Und dann gibt es aber andere Sachen, wo es darum geht, ja, nimm diese und jene Stadt ein, verteidige das und das. Die Briten rücken dann irgendwann da und davor, wo man denkt so, okay, dieses eine Szenario, also diese eine Mission, die ich gerade spiele, die geht jetzt aber über, ja, das müssen ja mehrere Wochen sein in echt so. Bei den Szenarien selbst, also wenn man nicht auf Kampagne geht, sondern hier Szenario, das ist richtig krass. Da kann man nämlich, wenn man hier spielt, das sind riesige Karten, also wirklich riesig, riesig. Die sind teilweise so groß wie hier Fall Weiß zum Beispiel ist so groß wie, ja, was weiß ich, ganz Polen plus noch ein bisschen was dazu. Alles auf einer Map. Das heißt, man hat auch mega viele Einheiten dann zu kommandieren und das ist richtig, richtig. Ja, wie quasi, als würde man mehrere Wochen, Monate, vielleicht Jahre oder so hier auf einer Map dann quasi spielen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier mit dieser neuen Kampagne ist. Steht ja auch nicht unter Kampagne, sondern Operations. Und da erhoffe ich mir halt, dass es genau das ist, was ich gerade so beschrieben habe. Das spielt jetzt wirklich nur hier, ja, für irgendwie 14 beziehungsweise 16 Szenarien. Wahrscheinlich kann man da auch mal in die eine oder andere Richtung gehen. Und ja, das gucken wir uns auf jeden Fall jetzt mal an. Ich lasse den Schwierigkeitsgrad relativ niedrig, denn ich habe festgestellt, also bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil das hier ist mir eigentlich zu leicht. Ich habe es da ein paar Mal hier versucht, da hatte ich aber immer das Problem, dass ich irgendwann nicht mehr weitergekommen bin. Also man hat immer mehr Prestige verloren, beziehungsweise ich habe nicht genug bekommen, um meine Truppen wieder alle aufzurüsten. Muss mal eben gucken, die Katze macht Blödsinn hier. Katze, hör mal auf da mit dem Scheiß. So. Naja, also ich habe da nicht genug Prestige bekommen, um die Truppen immer wieder nachzurüsten und Verluste zu ersetzen. Und deswegen,
Ja, keine Ahnung. War mir das dann zu blöd und dann habe ich doch lieber gedacht, okay, komm, machst du mal auf easy und spielst da einfach entspannt durch. Deswegen werden wir auf diesem Schwierigkeitsgrad starten. Man kann auch bei erweiterten Optionen alles Mögliche noch einstellen. Hier weiß ich nicht, dass es Wetter und Zeug und was auch immer gibt. Ich lasse das jetzt aber einfach mal alles so, wie es ist. Hab hier diese Schwierigkeit und klick auf Spielen. Ja. So. Aha, you begin with, alles klar. Okay. Normal, wenn man die Kampagne startet, dann kann man sich jetzt hier einen General machen. Übrigens sehr geil. Die haben, ich weiß nicht, ob es tatsächlich irgendwelche alten Bilder sind oder ob sie nur teilweise nur so gestellt sind. Aber das seht ihr auch nachher mit dem Heldensystem, was es hier gibt. Die haben immer irgendwelche Bilder mit irgendwelchen Namen, wo man dann denkt, ja, das ist bestimmt nicht der Name von dem oder so. Aber egal, das macht trotzdem ein bisschen fluff. Wir wollen nicht erkannt werden, wir sind der General und bitte stellen Sie sich vorher, General, wir sind General von, oh, wo, wieso kann ich hin? Ah, doch, hier. Von Lurchhausen, ganz klar. Ja, und jetzt ist nämlich hier die Sache. Ich habe zwei Punkte oder zwei Auswahlmöglichkeiten. Die gehen hier für verschiedene Sachen weg. Zum Beispiel habt ihr gesehen, hier Infanteriegeneral kostet direkt zwei Punkte. Gibt aber auch was, sowas hier, das kostet nur einen Punkt. Sind quasi wie so Perks, die ich habe. Ich kann auch hier Schwächen dazu nehmen. Dadurch kriege ich dann mehr Punkte. Da muss man aber echt gucken, weil diese Sachen verändern eine Menge, obwohl es wirklich nicht viel ist, was man anwählen kann. Was da gerade am Anfang als Nachricht stand, dass sie ja irgendwie meinten, ja, hier von wegen bla bla, man kann Commendation Points oder sowas noch erobern oder kriegen, wenn man Zusatzmissionen erledigt, wäre sehr geil, weil man konnte in der ganzen Kampagne sich hier nicht weiterentwickeln. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwann besser wurde oder so. Ich habe zum Beispiel einmal gespielt mit, Moment, wo ist es? Hier gute Beziehungen zur Industrie. So, da bekommt man zwar immer schön fett Prototypen dazu, ja, aber man kann die hinterher einfach gar nicht mehr kaufen, weil man ständig die Kohle nicht hat. So, wenn man hier hingegen zum Beispiel Panzergeneral macht, ist das zum einen verbrauchen weniger Einheitenfelder, heißt, ich kann mehr Panzer aufstellen, was sehr krass ist. Und ja, so ähnlich geht es halt für Infanterie auch. Und man kann alles Mögliche machen. Also hier bekommt man schneller Erfahrungen. Ne, hier, das ist super geil, wenn man auf Panzer geht. Im Idealfall nimmt man Blitzkriegsstratege und Panzergeneral, also muss man hier irgendwas noch nehmen, weil dann hat zum einen kann man mehr Panzer aufstellen, und zum anderen können die sich noch weiter bewegen und können zum Beispiel, seht ihr da, leichte Flüsse direkt so überqueren, was mega krass ist. Naja, man kann halt alles Mögliche machen. Mit Ausrüstung habe ich noch nie, also mit erbeuteter Ausrüstung habe ich nie wirklich eingesetzt, weil die deutschen Sachen eigentlich sowieso immer viel geiler sind als die von den Alliierten. Oder von wem auch immer halt. Aber das mit dem doppelten Prestige ist natürlich geil. Ja, jetzt ist die Frage, was man macht. Helden bringen immer Perks für die jeweiligen Trupps. Da gibt es ja zum Beispiel sowas, dass man irgendwie nicht umfasst werden kann oder dass man mehr Bonus kriegt auf Unterdrückung oder was auch immer. Tja, ich würde sagen, wir gehen mal auf tatsächlich Panzergeneral und Blitzkriegsstratege. Heißt, wir müssen hier mal irgendwas nehmen. Das könnte man zum Beispiel machen. Überstärke heißt, normalerweise haben Einheiten, so Panzer zum Beispiel, 10 in ihren Reihen da, wenn sie voll aufgeladen sind. Man kann die aber auch höher rüsten. Dadurch werden die natürlich dann stärker. Kann keine Lufteinheiten kaufen. Ich denke nicht, keine Artillerie. Neue Ausrüstung verspätet, unerfahrene Truppe. Nee. Das ist echt hart, wenn man in der Schlacht nichts ersetzen kann. Während der Schlacht was zu ersetzen, ist eh viel teurer als zwischen den Schlachten. Bewegungspunkte verlieren. Das ist aber alles scheiße. Auch schlecht. Ganz schlecht. Das könnte man machen. Ja, machen wir das, weil das ist echt hart. Da kann man nämlich mit Flugzeugen dann kaum noch was machen. Okay, das ist in Ordnung, weil wenn man so über die Gegner, dann haben wir nämlich hier den Blitzkriegsstrategen, wenn man über die Gegner drüber geht, seht ihr gleich, dann hat man
Das ist echt geil. Dann hat man da immer so eine Anzeige, was wahrscheinlich an Verlusten passiert. Und das kann aber auch anders ausfallen. Und durch diesen Pechvogel kann es jetzt halt nie besser ausfallen als das, was da steht für uns. Okay, aber gucken wir mal. Also, ihr seht hier Oberleutnant Stefan Wagner, das ist er hier, ja. Okay, ist natürlich eine Ehre, uns zu treffen, weil wir sind ja General von Lurchhausen, ist ja klar. Okay, müssen wir mal jetzt gucken, wie das hier mit dem Bürgerkrieg überhaupt ist. Ah, er hier ist jetzt voll aufgeregt oder was? Okay, shall we begin? So, was geht denn hier? Doof, dass das alles noch in Englisch ist. Also, wir sollen spanischen Nationalisten helfen, die sich da irgendwie gegen das Land stellen. Deswegen müssen wir da jetzt sofort Truppen hinschicken. Aber wir wollen die Nationalisten ja nicht irgendwie unterwerfen oder deren, ja, deren Ansichten irgendwie unterwandern. Deswegen werden wir keine deutschen Truppen da einsetzen. Okay. Wir haben hier Kampfgruppe 88. Wir sollen eher so supporten und so assistieren. Ja, und wie machen wir das? Safely escort them. Okay, also im ersten Ding sollen wir die einfach nur hier safe darüber bringen, damit die dann da eingesetzt werden können. So, und als Primärobjekt haben wir jetzt Cadiz und Sevilla wahrscheinlich halten, also die Airfields vor allem. Airfields ganz wichtig, wenn man die nämlich nicht hat, die Flugzeuge fliegen immer am Ende der Runde dahin zurück und tanken auf. Wenn man Airfield nicht mehr hat, können sie es nicht machen, stürzen ab, schlecht. So, Bonus-Objective. Okay, das hier ist Bonus, ja. Noch ein Bonus-Objective. Garrison 5 Civil Hexes with Army of Africa Units. Okay, das heißt, die sind aus dem Afrika-Feldzug jetzt quasi, kommen die dazu, nach oben. Das heißt, 1, 2, 3 sind aber doch nur 4. Wie soll ich denn 5 Felder mit den 4 besetzen? Ja, müssen wir mal gleich gucken, wie das so hinkommt. So, und jetzt mal gucken, was wir hier vielleicht an Gegnern haben. Also, wir müssen erstmal unsere eigenen Truppen nach Spanien bringen. Leider ist das leichter gesagt als getan, denn das republikanische Kriegsschiff Jamie One oder so ist immer auf Patrouille da. Und U-Boote berichten, dass sie jetzt schon unterwegs ist, also dieses Kriegsschiff, um uns jetzt hier irgendwie auf den Sack zu gehen. Deswegen haben wir nur ganz begrenzte Möglichkeiten, unsere Truppen hier über diesen Gibraltar-Kanal-Dings hier zu bewegen, bevor deren Blockadetruppen hier eintreffen. Okay, er sagt, er wird jetzt auch da nicht auf'n hier Kampf aus sein, weil die nämlich gut vorbereitet sind. Und unsere Support-Bomber hier, also komische Lappendinger hier, so Doppeldecker, keine Ahnung, sind auch nicht wirklich dafür ausgestattet, sowas da anzugreifen. Deswegen, darum kümmern wir uns später. Ah, hier sind ja noch mehr Afrika-Truppen, okay. Es sollte genug Zeit sein, um 2 Wellen per Navaltransport, also hier per Boot, darüber zu bringen, wenn ich mich beeile. Afrika-Korps-Einheiten müssen wohl airliftet werden. Also halt, man geht damit auf ein Flugfeld, packt die in ein Flugzeug und fliegt dann damit zu einem anderen Flugfeld. Deswegen sind die, weil die halt noch ein bisschen hinten dran sind, so. Okay, aber wenn ich dann erstmal da bin, dann sollte hier der Ansturm auf Civil irgendwie ziemlich leicht sein. Hier ist das Problem, weswegen auch die Felder da oben nämlich Bonus-Objective und so sind. Man kann nicht so ohne weiteres über so einen Fluss drüber. Also das hier ist auch kein kleiner Fluss mehr, wo unsere Blitzkriegpanzer jetzt einfach drüber könnten, falls wir überhaupt welche haben, sondern gibt Brückenpioniere, womit man drüber kann. Es gibt auch manche Felder, da oben zum Beispiel ist so eine kleine Brücke, hier ist eine Brücke, da kann man auf jeden Fall drüber. Heißt aber, dieses 6-Feld da, wenn da eine Truppe drin steht, dann muss die erst weg, sonst kann da überhaupt sich nichts bewegen, wirklich. Also gucken wir mal, wie das so ausgeht. Okay, wenn wir hierum alles irgendwie ausgelöscht haben, dann sollten wir die Stadt gegen jeden möglichen Gegenangriff halten können. Okay, und wir müssen die Stadt halt lang genug verteidigen und halten, bis wir Francos Armee von Afrika nach Spanien zurückbringen können.
Ja, um sicherzustellen, dass wir in der folgenden Kampagne auch wirklich genug Truppen und vor allem befreundete Infanterietruppen zur Verfügung haben. So, good luck, mein General. I will see you in the Spanish mainland shortly. To victory for Germany. Alles klar. Gut, dass der hier in Englisch spricht, der deutsche Typ. Ja, Lagebesprechung beenden. So, dann können wir nämlich jetzt mal gucken, was wir hier so haben. Was sind das denn? Alles hier so Spanier oder was, Junge? Kolonialgedöns, Spacken. Okay, wir sind auch hier, ich weiß nicht, wann ist es jetzt 41 oder so? Wir haben jetzt natürlich auch noch nicht so das geilste Zeug. Panzer 1A, Schrott. Die hier sind aber ganz cool. Pax, Artillerie, okay, Flugabwehr. Komische Flugzeuge. Naja, also nicht so alles der geile Scheiß, aber okay, nicht so schlimm. Ich sehe gerade, das sieht hier alles ein klein bisschen anders aus, als ich es gewohnt bin. Das hier oben zum Beispiel ist nämlich neu. Das kenne ich nur von hier. Und ja, hier sehen wir jetzt nochmal, man kann hier rauszoomen zu so einer Übersicht. Hier unten ist quasi Afrika-feldzugmäßig hier die restlichen Truppen, die ich alle hier hochziehen muss. Ich denke mal, hier werden ja Airfields sein, genau. Das heißt, ich muss aber erstmal dahin, um die dann da reinzupacken und rüber zu fliegen. Und ja, ich bin gespannt. Das hier ist ein Bereich, wo ich nicht hin kann. Also selbst wenn ich das wollte, könnte ich da nicht irgendwie hin. Gucken wir mal, was da kommt. Und ich weiß auch nicht hier diese lilafarbenen, ob das jetzt schon auf unserer Seite ist oder nicht. Ich glaube fast nicht. Befürchte fast nicht. Naja, wir werden auf jeden Fall mit allen möglichen Sachen mal darüber gehen und Vollgas machen. Also wir müssen Cadiz und Sevilla Airfield halten, Auxiliary Airfield halten und im besten Fall noch 5 Afrika-Units dahin bringen, also dass die hier alles besetzen, quasi diese 5 Felder. Genau. Ja, wir können mal gucken. Ich habe ein bisschen Kohle, ich habe aber schon hier Maximum Truppen belegt. Das hier heißt, ich habe 7 Landungsfahrzeuge zur Verfügung und 4 Flugzeuge, die dann Truppen rüberbringen können. Ansonsten könnte ich nämlich theoretisch jetzt noch hier Truppen kaufen. Und ja, ne, das ist das, was hier theoretisch zur Verfügung stünde. Aber es ist hier alles schon voll. Pack kann man dann entweder unsupported oder eben gezogen durch einen Pferdewagen machen. Sehr geil. Hinterher gibt es natürlich dafür auch anderes Zeug. Aber ja, die haben hier offensichtlich nicht so den geilen Scheiß zur Verfügung im Moment. Aber was soll's? Gucken wir mal. Wir lassen das jetzt einfach erstmal so, wie es ist. Also wir spielen hier mit den Truppen. Die sind auch alle aufgestellt. Man kann Truppen sonst auch noch in Reserve bewegen und so. Aber wir lassen das einfach jetzt mal so und starten die Schlacht. Aufstellung beenden. So, ich merke gerade, dass hier irgendwie kein Spielsound ist. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Denn ich hatte vorhin gecheckt, dass der Sound funktioniert, weil ich es alles auf Null gestellt habe. So, machen wir mal zumindest ein bisschen an hier. Scheiße, nicht rechtzeitig aufgefallen. Der Typ hätte nämlich den Text da wahrscheinlich auch komplett gelabert. Naja gut, okay. Offensichtlich haben wir das nicht eingenommen, weil ihr seht hier so Fog of War mäßig alles. Wieso habe ich keine U-Boote? Der hat doch gesagt, die U-Boote haben dieses und jenes hier gewarnt, aber haben wir nicht. Gut, das heißt, wir müssen im Prinzip blind jetzt darüber. Haben wir Aufklärungsflugzeug, Jagdflugzeuge, taktische Bomber. Hier gibt es immer welche, die, also bei den taktischen Bombern dabei. Ne, ist auch einer. Ne, da gibt es nämlich immer mal welche, die, obwohl sie in der Kategorie sind, als Aufklärungsflugzeug dienen können. Ist aber hier wohl nicht der Fall. Okay, gucken wir mal. Wenn ein Teil hier auf so einem Hafenfeld ist, kann man nämlich das jetzt in ein Schiff verladen und direkt fahren. Eigentlich macht man das nicht, wenn hier noch nichts aufgedeckt ist, aber der Typ hat gesagt, wenn wir schnell sind, können wir zwei Waves darüber bringen. Bin ich doch mal gespannt. So, mal eben gucken, die kriege ich da alle nicht mehr. Ah, doch. Wahrscheinlich, weil er auf der Straße ist oder so.
Okay, ist wohl alles irgendwie so gemacht. Dass, ach nee, der geht nicht. Ach nee, weil wir die 7 Schiffe jetzt alle haben. Alles klar. Ich glaube, einen Panzer kann man nicht in ein Flugzeug einladen. Das heißt, wir stellen die jetzt hier schon mal ready hin für gleich zweite Welle quasi. Das ist wahrscheinlich das, was die meinten. So, und jetzt kommt das Ding. Ich stelle ein paar Jagdflugzeuge hier drüber, falls nämlich die Gegner Jagdflugzeuge oder Bomber haben, also Bomber vor allem, und jetzt zum Beispiel das hier bombardieren wollen, dann schützt das Flugzeug das und greift den zuerst an. Und der Gegner kann sich nicht dagegen wehren. Also er kriegt dann auf jeden Fall ein bisschen aufs Maul. Das machen wir jetzt mal mit denen allen. Ich würde jetzt ja schon gerne mit den taktischen Bombern direkt rüberfliegen, hier irgendwas bombardieren. Problem ist, ich sehe halt nichts. Deswegen mache ich das jetzt auch noch nicht. Okay, die haben alle komplett keine Fahrzeuge, sondern sind zu Fuß unterwegs. Ja, dann ist klar, dass das alles noch ein bisschen dauert. Aber wir ziehen einfach mal alles nach vorne. Die müssen sich genau ein bisschen weiter bewegen können, weil sie auf einer Straße sind. Gelände hat hier durchaus Einfluss auf den Kampf, also sowohl Erhöhung und so, als auch die Art und Weise des Geländes. Und übrigens, wenn man hier reinzoomt, dann sieht das gar nicht mal schlecht aus. Also ist schon ganz cool detailliert. Er fliegt halt jetzt die ganze Zeit hier auf der Stelle. Nein, aber ich finde diese Mischung aus ja, quasi, weiß ich nicht, Strategiespiel und rundenbasierten Ding und aber trotzdem so einem simulierten Realitätsding ganz cool. Also ihr seht das, hier ist maßstabsmäßig jetzt halt natürlich die Stadt hier angedeutet und der Hafen, ein bisschen so was bei Civilization oder so auch ist, was halt ganz nett ist und natürlich passt der Maßstab jetzt nicht zu den Dingern hier, aber dadurch sieht man die ganz gut. Und wenn die gleich im Kampf sind, sieht man das auch ganz gut. Okay, gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Muss mich erstmal wieder hier einfinden. So, zack, Runde zu Ende. Jetzt ist der Gegner dran. So, die Flugzeuge fliegen automatisch zurück zu ihrem Heimatflughafen. Den kann man nämlich auch verändern. Okay, den kann ich schon ausladen. Ist auch ein Spähfahrzeug, deswegen machen wir das auch ruhig direkt. So, und hier nebenan steht ein Pferdewagen. Geil. Ich kann nicht mehr angreifen, aber ich kann den sogar noch bewegen. Das ist sehr cool. Leider haben die anderen nicht genug Range. Doch, den kann ich da noch ausladen. Aber es ist eine Artillerie. Ist eigentlich doof, die da vorne hinzustellen. Zählt als eingekesselt, weil hier einfach Truppen sind und ich keine Versorgungsfelder in der Nähe habe. So, aber die können wir jetzt ja mal direkt supporten und hier können wir schon mal direkt was bombardieren. Shit, hätte ich mit dem Auto da reinfahren können. Ah, kann ich hiermit vielleicht mal einnehmen. Wobei ich meine, Artillerie kann Felder nicht einnehmen. Ah doch, kann sie wohl. Ich habe ein paar Prestigepunkte gekriegt. Okay, und wir bombardieren jetzt hier einfach alles schon mal. Ist mir scheißegal. Vorne ist eigentlich immer Leben, also zwei Truppen verloren und hinten das blaue ist Moral. Ah, da ist feindliches Flugzeug, können wir mal direkt angreifen gleich. Machen wir auch. Ah, ne, steht eine Luftabwehr drunter wahrscheinlich. Ne, dann schützen wir einfach unser Flugzeug. Also auch bei den Bombern ist es so ähnlich wie mit Bodenzielen. Wenn jetzt irgendeiner, also irgendein Flugzeug diesen Bomber hier angreifen will, dann verteidigt er, weil er angrenzend ist. Ich gucke hier einfach mal, das ist nicht super effektiv, was ich hier mache, aber ich gucke, dass ich einfach mal ein paar Truppen schon wegkriege. Der steht da nicht ideal, aber ist okay. Ja, der taktische Bomber, ich kann jetzt im Prinzip nicht viel machen hier gerade. Und ich kann die jetzt auch nicht in Schiffe einladen, nur den einen, zwei habe ich entladen. Okay, das heißt, zwei kann ich jetzt auch hier reinpacken. Nicht den Transport, sondern den. So, bei zweien geht das, die jetzt halt noch nicht, weil ich keine Schiffe mehr zur Verfügung habe. Nicht die Truppen vergessen, die gehen mal direkt zum Flughafen. Ihr seht da zum Beispiel die Bewegung total eingeschränkt, weil es halt hier so ein Rubble und was weiß ich was ist. Ich meine, die latschen halt hier durch die afrikanische Wüste. So, wir haben übrigens nicht unendlich Zeit eigentlich. Wo steht denn das nochmal? Da oben, Runde 2 von 18. Wetter gibt es auch, wenn es zum Beispiel stark regnet oder so, können die Flugzeuge nicht mehr fliegen. Was sehr schlecht ist, wenn man alles auf Flugzeuge setzt. Der Boden wird irgendwann schlammig, dann kommen die Panzer nicht mehr so gut dadurch. Ja, jetzt gucken wir mal. Oh, mein General, have arrived. Aha. Ab jetzt nur noch per Luft.
Ja, alles klar. Das ist neu. Also, dass so Einblendungen kommen und dann sich da nochmal was verändert, das war vorher nicht. Das ist jetzt also mit diesem DLC wohl neu. Ja, hatte ich ja gesagt, das ist scheiße, die Artillerie da vorne hinzustellen, ist dämlich. Okay, aber wir sind trotzdem noch glimpflich davon gekommen. Die hier haben nämlich nicht wirklich viel gemacht. Er, klar, hat unseren Dings hier angegriffen, das ist aber nicht so schlimm. Okay, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wer wo steht. So, Jagdflugzeug. Ja, nicht die geilsten Flugzeuge. Aber was man machen kann, ist, wenn man mehrere angrenzend hat, dann da Massenangriff, dann helfen die anderen quasi noch mit. Ja, ist trotzdem alles nicht so geil. Also die fetteren deutschen Flugzeuge, die können da natürlich immer richtig rasieren, aber naja. Ich meine, das sind ja wohl auch Heinkel hier, aber boah, den haben wir abgeballert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Haben wir noch einen Speer? Hier ist Artillerie. Das ist, glaube ich, eine Pack. Das ist nicht schlecht. Packen wir mal direkt hier hin. Pack ist im Angriff immer nicht so gut, aber natürlich super in der Verteidigung. Und gibt, glaube ich, auch Unterstützungsfeuer, je nachdem. Artillerie kann indirekt schießen. Das heißt, ich kann hier auch was beschießen, obwohl ich nicht in der Nähe bin. Aber erstmal gucken, was haben wir noch? Hier haben wir einen Panzer, hier auch. Okay, Panzer nach vorne. Einmal. Zweimal. So, hier haben wir noch ein Spähfahrzeug. Das pack ich mal. Also eigentlich sollte hier eher Infanterie kämpfen, haben wir im Moment aber nicht. Deswegen packen wir den nach hier. Oh, okay, ich kann ja sogar noch bewegen. Dann nehmen wir doch mal direkt diesen Flughafen hier ein. Die Prestigepunkte da, die sind immer wichtig. Wenn ich den jetzt hier aus, dann wird er von dieser Stellung wahrscheinlich. Wobei Nachschublager, kann sich das überhaupt wehren? Weiß ich nicht. Ich stelle den einfach mal rein. Ja, das ist auch eine Pack, ne? Ne, ist es nicht. Ist Luftabwehr, okay. Luftabwehr kann aber teilweise natürlich auch als Pack eingesetzt werden. So, jetzt ist er eingekesselt, weil er nämlich nicht mehr direkt zu einem Versorgungsfeld kommt. Man zählt immer, als auch die angrenzenden Felder hier in Beschlag nehmen. Das sind also jetzt quasi aus seiner Sicht sind das hier feindliche Felder und deswegen gilt er als eingekesselt. Das ist auch ein feindliches Feld durch ihn. Wenn ich den jetzt wegziehen würde, wäre er irgendwann nicht mehr eingekesselt. So, mal gucken, ob ich, ja, da könnte ich natürlich einsetzen. Ah ne, hier kann ich noch direkt einsetzen. Jut. Da würde ich gerne direkt einsetzen, aber stellt der Panzer noch im Weg. Ich gehe erstmal einmal mit der Artillerie drauf. Dann können wir noch einen Bomber drauf schicken. So, und jetzt da, die Moral ist schon schlechter, dann ist er nämlich schwächer auch in der Verteidigung. Jetzt können wir vielleicht mit unserem Spähfahrzeug, er ist immer noch nicht geil von den Stats, aber wir können mal angreifen, geil, und er hat sich ergeben. Sehr schön, dann können wir nämlich jetzt den hier auch noch ausladen. Und alle sind happy. Ich würde es ja trotzdem fast versuchen, den Panzer noch so darüber zu bringen, weil ja, ich kann nicht in ein Flugzeug packen, wie ich gedacht hatte. Okay, dann riskieren wir es einfach. Also wenn die jetzt abgeknallt werden sollten von dem Kriegsschiff da, dann haben wir halt Pech. Aber vielleicht geht es ja auch noch. Ich war natürlich noch nicht genau auf dem Airfield. Das hier auch welche? Nee, eigentlich nicht. Ortschaft einfach. Okay. Ah, scheiße, wäre ein Feld weitergegangen. Es gibt hier auch irgendwo so eine Funktion, dass man immer da, glaube ich, genau, zurücksetzen kann. Das ist irgendwie beschränkt auf so und so viel pro Zug oder so, weil das ist ja irgendwie so Halbschießerei, sag ich mal. Weil ich meine, wenn ich die nun mal falsch befehligt habe, habe ich sie falsch befehligt. Aber manchmal ist das nicht schlecht, wenn man sich zum Beispiel einfach verklickt. Also so wie hier, ich hätte es eigentlich rückgängig machen können und den einen Feld weiterschieben, ja, weil ich da einfach jetzt kacke, ich habe nicht lang genug geguckt so. Man sollte sich das halt immer schon mal genau angucken und dann überlegen, okay, ziehe ich den jetzt echt dahin oder nicht. Da könnte man dieses Nachschublager noch bombardieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel bringt, eigentlich nicht. Luftabwehr mit Flugzeugen anzugreifen ist eigentlich immer nicht so die geilste Idee, deswegen machen wir das auch nicht. Ich würde ganz gerne, hier kann ich nämlich das Flugzeug jetzt verlegen, dann ziehe ich schon mal nach vorne. Denn die Flugzeuge, seht ihr, die haben eine super Reichweite, aber natürlich ist die eingeschränkt. Das heißt, von diesem Heimatflughafen komme ich mit dem nur bis maximal hier irgendwo. Aber ich will ja hier oben gleich auch supporten, deswegen verlege ich den dahin. Das kostet ihn dann immer seinen ganzen Zug. Die anderen, die jetzt hier gerade eingesetzt sind, die kann ich jetzt nicht noch dahin klicken, sondern die werden am Ende der Runde halt hierhin zurückfliegen. Das heißt, man muss sich immer überlegen, ob man die
verlegt oder ob man angreift mit denen. So, jetzt lass mich nochmal kurz überlegen, was wir hier eigentlich machen. Sperrfahrzeuge oder Aufklärer haben die Eigenschaft, dass sie sich mehrfach bewegen können. Was ja geil ist, dadurch kann man nämlich um Gegner teilweise auch rumfahren. So, und ich muss natürlich gucken, wohin ich jetzt womit gehe. Ich ziehe den Panzer mal noch einen vor. Der bleibt eingekesselt. Ich ziehe das B-Fahrzeug hier vor, weil ich keinen Bock habe, dass sie die Artillerie noch weiter platt machen. Das hier ist eine Luftabwehr, die ziehe ich ein bisschen nach vorne. Ist eigentlich nicht so geil, weil das hier sind die Einheiten, die will man nicht von Infanterie angreifen lassen, eigentlich. Übrigens auch echt geil, das ist ja wirklich hier so bürgerkriegmäßig. Ist eigentlich nicht so wirklich toll, aber naja, willst du machen, ne? So, und ich glaube, den könnte ich noch nach vorne ziehen. Ist noch eine Pack. Aber will ich das? Ja, ich zieh ihn zumindest ein Stückchen mal nach vorne. Wenn Einheiten übrigens komplett eingekesselt sind und sie werden dann gezwungen, sich zurückzuziehen, können sie das natürlich nicht mehr, sondern sie ergeben sich. Das ist, glaube ich, auch gerade hier mit diesem Panzer passiert. So, mal gucken, ob die jetzt platt gemacht werden hier. Oh ja. Verpissen sich alle. Naja gut, trotzdem vielleicht. Ja, ich schaff's trotzdem noch, hier den Panzer komplett rüber zu bringen. Schön. Ja, der wird dann jetzt draufgehen. Ist dann halt so. Ja, jetzt mal gucken. Also, Flugzeug auf jeden Fall nach vorne. So, und jetzt kann ich nämlich hier auf das Feld und den in ein Flugzeug packen. Das sind keine Fallschirmspringer, also ich kann ihn jetzt nicht hier hinstellen und dann da abspringen lassen, das funktioniert nicht, sondern ich muss auf oder ich glaube angrenzend, wir gucken mal gleich, ob es angrenzend ist, zu einem Flughafenfeld sein. Sonst funktioniert das nicht mit dem wieder ausladen. Es gibt natürlich auch Fallschirmspringer, die brauchen das nicht, die kann ich nämlich dann einfach wirklich irgendwo einfach so rausschmeißen. Aber wie gesagt, das hier sind halt keine Fallschirmspringer, deswegen geht das mit denen nicht. Okay. Der muss da weg, dann kann ich nämlich. Ja, die sind wohl echt nicht dazu ausgelegt. Es gibt extra Torpedobomber und sowas, womit man dann gegen solche Schiffe vor allem gut vorgehen kann. So, cool wäre ja jetzt, wenn er sich da verpufft. Ah, ne, hier das Feld geht noch. Wenn es angrenzend funktioniert, hoffe ich mal. Den machen wir gleich platt da, diese Einheit. Die können theoretisch jetzt die ganze Zeit schon bombardiert werden. Also die Schiffe sind so wie Artillerie. Die können quasi über mehrere Felder weit schießen. Irgendwann ist der Flughafen voll. Das heißt, ich ziehe jetzt zwar hier lustig weiter die Typen alle dahin. Aber das geht nicht unendlich. Also irgendwann. Ach, scheiße. Ja, sowas meine ich zum Beispiel mit Verklicken. Da würde ich jetzt eigentlich hier mal rückgängig machen, so, weil das ist einfach nur, das wäre im Tabletop auch so, weißt du, wenn ich sage, der soll sich nach da rechts ziehen, dann ziehe ich den nicht aus Versehen nach links. Okay, scheint doch ein recht großer Flughafen zu sein, weil ich hatte es ganz oft, dass es nur so kleine Flugfelder sind und dann kann man da nämlich nicht alles hinziehen. Also ich habe hier unten alle nachgerückt. Jetzt müssen wir hier noch zum einen dieses eine Teil wegmachen. Was war das? Eine Pack? Infanterie wäre halt geil, haben wir nicht dagegen. Panzer gegen Pack ist scheiße. Pack gegen. Ach nee, das ist eine Artillerie. Okay, dann ziehen wir die ein. Den müssen wir auch noch wegmachen. Hier sind wir außer Range. Das hier ist die Luftabwehr. Das hier ist eine Pack. Ja, das Ding will ich halt auch gerne weghaben da. Und wir könnten ja eigentlich auch mal die Flugzeuge hier einsetzen. Dafür sind sie da, ne? Das gefällt mir alles nicht so gut hier. So ein bisschen die Moral runter. Leider keinen gekillt, aber das hier ist doch nice. Der Panzer, der macht doch schön was kaputt jetzt. So, dann setzen wir nämlich mit dem zweiten Panzer noch nach. Dann setzen wir jetzt noch mit dem Ding nach. Vielleicht ergibt er sich jetzt ja.
Sehr schön. So, jetzt habe ich den noch nachgezogen. Ich könnte ihn jetzt auch nochmal bewegen. Den haben wir gerade erst eingesetzt. Der kann man ein bisschen da hochfahren. Das Ding könnten wir noch einsetzen. Genau, hier gegen dieses Nachschublager. Ziehen wir den nämlich wieder weg. Und jetzt kann jemand anders auf das Feld und auch noch angreifen. Mega, so soll es sein. Bam. Der hat jetzt einen Bonus gekriegt. Habt ihr da gesehen? Aufklärung, weil ich halt einen Aufklärer in der Nähe hatte. So, und diese Stadt ist eingenommen. Das heißt, das erste von zwei Zielen haben wir. Jetzt muss ich nur gucken, der hier wird wahrscheinlich abgeknallt. Die ziehe ich jetzt gleich alle irgendwann noch nach. Ich hoffe, dass das mit dem Aussteigen hier gut funktioniert. Man könnte jetzt wieder auf gut Glück mit irgendein paar Flugzeugen schon mal da reinziehen und gucken, dass man irgendwas bombardiert. Mache ich aber nicht, weil ich halt nicht weiß, was da ist. Ich könnte auch, hier gab es ja schon Verluste, ich könnte jetzt ersetzen. Zwar entweder mit Elitetruppen, dann ersetze ich die und die verlieren keine Erfahrung. Die haben jetzt eh noch nichts. Oder halt mit Standardtruppen, was dann immer etwas günstiger ist. Mache ich auch einfach mal. Einheiten, wo so ein Ding da dran ist, hier so ein Dreieckteil, sind halt Kerneinheiten, steht da auch. Das hier sind alles keine, aber das hier sind welche. Und Kerneinheiten sind die, die ich weiter in der Kampagne mitnehme. Alles andere sind dann eher Hilfstruppen, die ja, sind entbehrlich, würde ich mal sagen. Ja, aber das ist dann zum Beispiel auch nicht so schlimm, wenn ich die nur mit so Billig-Nachschub versorge oder gar nicht oder so. Und bei denen hier ist es dann halt wichtig, weil ich werde die länger behalten, wenn die irgendwann Erfahrung gesammelt haben, dass man die dann auch mit Elitetruppen ja, versorgt quasi, damit die Erfahrung erhalten bleibt. Denn hinterher, man kann auch die Einheit, wenn ich hinterher geilere Flugzeuge kriege, kann ich die auch verändern. Dann werden die Flugzeuge ersetzt, aber die Crew bleibt die gleiche und dann behalten die halt ihre Erfahrung. Okay, ich glaube, viel mehr kann ich hier nicht machen gerade. Doch, ich könnte das Fahrzeug hier nochmal nach vorne bewegen, weil es ja ein Aufklärer mache ich auch. So, jetzt sehe ich nämlich direkt wieder etwas mehr. Ist doch ein Aufklärer, dieses komische Ding hier. Ach so, da steht's. Aufklärungsflugzeug. Ja, toll. Weil die nämlich mega sind. So, hier, zack, einmal dahin sehe ich nämlich super viel. So, denn jetzt könnte man nämlich doch hier schon mal die Artillerie bombardieren oder so. Aber nö, haben wir jetzt natürlich verkackt, weil ich glaube, ich kann hier nichts mehr bewegen. Ja, die meisten habe ich verlegt. Den einen habe ich resupplied. Okay, also hier versorgt. Na gut, dann war es das. Passt jetzt. Luftabwehr, aber ich meine, was soll's. Nein, Jäger, nicht gut. Noch ein Jäger. Gut, dann vielleicht nicht schlecht, dass wir die Bomber nicht dahin gezogen haben, denn sonst hätten sie die natürlich angegriffen. War ja abzusehen, aber ich meine, egal, würde ich sagen, weil, wir haben es, also dass der eine Panzer da noch in voller Stärke rübergekommen ist, das ist halt cool. Jetzt seht ihr hier oben 32 von 35. Hilfstruppen zählen eigentlich dazu nicht. Also man kann am Anfang eigentlich auch Hilfstruppen dazu kaufen, dann zählen die schon. Aber die jetzt da eigentlich da oben zählen nicht. Und ich könnte jetzt, ich habe hier drei Felder frei, ich könnte jetzt auch wieder Einheiten dazu kaufen. Ne? Wenn ich das richtig sehe, sogar direkt hier dieses erbeutete komische Ding da einsetzen. Ja, es jetzt, also sind alle noch nicht so geil, aber kommt noch, denke ich. Ich ersetze das jetzt hier nicht, weil für was? So, wir gucken mal eher, ob ich jetzt hier diese Flugzeuge, also ob ich die Truppen ausladen kann. Nee, geht wahrscheinlich dann echt nur da. Das ist immer natürlich richtig kacke. Okay, das sind unsere Bomber. Damit werden wir jetzt mal hier. Hier ist minus 1, minus 1. Linke wären eigene Verluste, weil da die Flugabwehr steht. Schade, der Artillerie. Okay, dann gehen wir eben hier rüber. So, und jetzt gucken wir mal. Hier sollten wir dann ausladen können. Genau, können wir auch. Zack. Und ab nach vorne. So, und wenn diese Flugzeuge hier nämlich frei werden, dann haben wir auf wundersame Weise da drüben wieder die Flugzeuge zur Verfügung. Ist das nicht klasse? Können wir nämlich jetzt direkt die nächsten einladen und rüberfliegen.
Wir können nicht im gleichen Zug auch wieder ausladen. Wäre ein bisschen viel verlangt. Ich finde eh schon geil, dass das jetzt nicht hier den ganzen Zug dauert, sondern dass ich die einladen kann und dann halt direkt rüberfliege. Okay, der kommt da noch nicht ganz hin, der sowieso. Ah, hier haben wir noch einen. So, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt muss ich gleich nur gucken. Ich werde mit meinen Jagdflugzeugen die Bomber natürlich schützen. Den könnten wir noch gut angreifen. Hier warten wir in solchen Feldern, also so Stadtfelder oder so, sind Infanterieeinheiten natürlich immer viel besser als Panzer. Da gibt es dann irgendwie ganz hohe Boni für die Infanterie oder eben andersrum Abzüge für die Panzer. Wir werden den mal noch bombardieren. Man könnte jetzt mit den Jägern natürlich hingehen und die Dinger hier angreifen, aber ich muss meine Bombe auch schützen. Das heißt, ich ziehe ein Jagdflugzeug hier hin und ein Jagd. Ne, das ist keins. Hier ist ein. Ne, das ist auch noch einer. Ein Jagdflugzeug hier hin, damit, falls die den angreifen, dann zumindest nochmal einen auf Schnauze kriegen. So, jetzt haben wir noch einen Jäger über. Da könnten wir eigentlich mal einmal hier ein bisschen. Ja, machen wir auch, wa? Vor allem mal ein bisschen Vollgas. Tja, zwei Flugzeuge verloren, nur eins abgeschossen. Und dabei sind das hier 10 Stück gewesen und das nur 5. Naja. Gut, was haben wir noch? Das ist der Aufklärer. Hier haben wir noch einen Bomber. Der Bomber, also ich weiß nicht. Ich will das eigentlich. Also wenn ich den jetzt hier hinziehe, dann werden die den Bomber wahrscheinlich angreifen. Der jetzt geschützt ist. Nee, pass auf. Dann wird er jetzt auch einfach einmal hier ersetzen. Hat auch noch keine Erfahrung. Zack. Das ersetze ich jetzt nicht, weil ob das 7 sind oder wie viele auch immer, ist eigentlich relativ egal. Der muss ja nur aufklären. So, und der Panzer, so seht ihr hier, minus 3, minus 0, das ist natürlich auch, weil die Artillerie-Support haben. Und weil Panzer halt nicht so geil im Stadtgebiet kämpfen. Hier werde ich jetzt einfach mal deren Speer hier platt machen. War auch nicht. Ja, hier oben, das gehen wir gleich mit der Infanterie an. Das da, wenn man überrannt hat, seht ihr, dann ist der nochmal dran. Jetzt könnte ich sogar nochmal ziehen, nochmal angreifen. Mache ich auch. Das ist halt das Supergeile, das ist eine besondere Fähigkeit von Panzern. Das haben alle anderen, also Pack-Infanterie, die haben das alle nicht. Kann man durch verschiedene Helden tatsächlich erreichen noch. Aber sonst halt nicht. Und das ist halt super stark. Also wenn man auf Panzer setzt und wenn so ein Gelände ist wie hier, wo es ziemlich offen ist, dann sind Panzer ziemlich übermächtig. Aber man muss halt immer gucken, gegen welche Gegner, ne? Also eine Pack ist natürlich dann irgendwie scheiße dagegen. Flugzeuge, Jagdbomber und sowas auch immer kacke. Okay, wir werden hier gleich mal, da ist glaube ich Sumpfgebiet, ist nicht so gut, aber ich will die natürlich zuerst angreifen, bevor ich die angreife, weil die nämlich beide supporten. Das heißt, wenn hier eine Einheit ist, die greift den anderen, schießt erst er und dann er und dann wehren die sich. Das heißt, ich kriege zweimal von der Artillerie auf den Sack. Das muss ja eigentlich nicht sein. Zumal auch unsere Artillerie hier mal irgendwie mitmischen sollte. Wobei ich glaube, die kriege ich nicht in Position. Wenn ich den jetzt hier hinziehe, ja, doch ein Feld vor könnte hinkommen. Denn ihr seht das hier, das ist normale Bewegung. Das hier heißt Bewegung mit, in dem Fall jetzt Pferdewagen, also mit Zugfahrzeug und wird aber wieder ausgepackt, also steht dann da. Das hier heißt, der kommt sogar bis dahin mit diesem Zugfahrzeug, aber der bleibt dann quasi angekoppelt da stehen und dann sind die immer ziemlich anfällig. Deswegen macht man das natürlich eigentlich eher nicht. Ja, mache ich auch nicht. Luftabwehr sollte irgendwo mal nach oben. Ziehen wir einfach mal nach hier. So, weil so kann die sich jetzt wehren und der ganze Bereich wird abgedeckt. Wäre der jetzt in seinem Pferdewagen-Ding da geblieben, dann wäre das natürlich nicht gegangen. Hier habe ich alles gezogen. Schiffe haben wir nicht. Den Aufklärer lasse ich erstmal da stehen. Ja, der steht da eigentlich nicht so geil. Aber will man machen. Okay, ich glaube, das war's. Mehr geht. Jäger verloren. Sowas wie Moral und so, das wird alles wieder hergestellt am Anfang der Runde oder am Ende der Gegnerrunde. Also hier der da zum Beispiel hat jetzt Moral verloren und ist gelb. Der ist aber gleich wieder voll am Start, weil er in der Nähe von oder Bezug hat zu eigenen Versorgungsfeldern.
Wenn das nicht der Fall ist, wenn man eingekesselt ist, so wie das vorhin da bei dem stand, dann hat man Pech. Also dann wird man nämlich nicht versorgt mit Nachschub. Und das ist natürlich nicht so toll, ne? Nachschub ist hier zum einen natürlich Moral, aber zum anderen auch hier Treibstoff ist da bei normalen Einheiten, meine ich. Ah, doch. Okay, nee, das ist aber, meine ich, nur die Bewegung in der Runde, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Das hier ist halt wichtig, das mit der Munition. Weil der hat halt viermal Munition, das heißt, der kann sich jetzt zum Beispiel, oder ich könnte einmal angreifen und dann kann er sich noch dreimal wehren, wenn er angegriffen wird. Es gibt Einheiten, die haben sehr wenig. Und die kann man dann einfach so wegmachen, wenn man mit ganz vielen Einheiten den nacheinander angreift, dann kann er sich irgendwann nicht mehr wehren, weil er keine Munition mehr hat und nicht versorgt wird. So, mal gucken, die Infanterie sollte eigentlich hier irgendwo mit hin. Genau, mal so nah ran wie möglich. Schlechte Stats, okay Stats. Das ist natürlich noch besser. Jetzt hat er nämlich schon mal einen auf Schnauze gekriegt. Jetzt greifen wir hier mit der Infanterie an. Man hätte den Aufklärer erst dahin ziehen sollen, aber naja, Pech. Ja, hätte ich das vorher gemacht, wären die noch besser gewesen. Aber willst du machen. So, die sind jetzt eingekesselt, weil das Feld von ihm gehalten wird und das von ihm. Sehr schön. Und das hier ist kein Versorgungsfeld. Das hat nicht so eine Umrandung. Was jetzt natürlich gut für uns ist und nicht so gut für den Gegner. Normalerweise schießt man übrigens auch erst mit der Artillerie drauf, bevor man dann sonst so angreift. Aber haben wir gerade noch nicht in Reichweite. Hier könnten wir jetzt mal draufballern. Bam. So, und jetzt habe ich ihm nämlich ein bisschen Moralschaden hier oder Unterdrückungsschaden gemacht und der wird nicht zurückgesetzt, weil er halt eingekesselt ist, ne? Was sehr gut ist für mich. Okay, hier können wir nochmal mit dem Panzer ran und den da angreifen. Erst mit dem Flugzeug ist auch sinnvoll, aber okay, habe ich jetzt auch in der falschen Reihenfolge gemacht. Dann gibt es halt jetzt nochmal ein paar Bomben. So, und für den auch. Sehr schön, ziemlich im Sack, ziemlich im Sack. Dann der letzte noch hier drauf. Da wäre noch gut gewesen, aber fang hier schon mal an, weil das wird dir wahrscheinlich ein bisschen Moral kosten. Nö, oder auch nicht. So, jetzt muss ich nur wieder gut gucken. Das ist ein Jäger. Das ist ein Jäger. Und das ist ein Jäger. Die ziehe ich jetzt mal hier so einfach um meine Bomber drumrum, damit die alle ein bisschen geschützt sind. So, jetzt kann ich hier weiter die Infanterie ausladen und nachrücken. Ja, eigentlich nach da. Ich könnte hier jetzt schon angreifen, aber ich meine, warum? Na, warten wir einfach die Runde. Diese Artillerie sollte schießen. Kann sie auch. So, und die wird jetzt nochmal Moralschaden machen. Da ist schon drei bei Unterdrückung. Ne? Je mehr, desto weniger Schaden machen die noch und desto schlechter können die sich wehren. So, und hier werden die letzten Truppen jetzt verladen und nach vorne geflogen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, alles da ziemlich unbeschadet rüber zu bringen. Okay, das eine Schiff ist versunken. Aber ansonsten ging das jetzt eigentlich. Ja, wir müssen nur auch gucken mit der Zeit, weil 6 von 18 Runden sind schon vorbei und ich muss den ganzen Shit da ja noch einnehmen. Also ich kann hier nicht rumtrödeln. Das ist was, was dieses Spiel tendenziell eh immer macht. Das ist so alles oder vieles ist so rushmäßig angelegt. Also ich sollte halt schon gucken, dass ich jetzt hier nicht, weiß ich nicht, wie lange brauche, sondern dass ich hier schon vorstürme. Weil je mehr Zeit man sich lässt, desto einfacher ist es natürlich auch. Also sag, okay, ich bleib erstmal wieder stehen, die sollen erstmal wieder Munition auffüllen, gucken, dass die Moral in Ordnung ist und so, dann ja, komme ich halt hier zu nichts, ne? Dann ist es leichter mit Kämpfen, aber dann ist es natürlich nicht so doll mit Sachen einnehmen. Ich ziehe den mal hier zwischen, habe ich zumindest ein klein bisschen mehr Sicht. Da ist immer noch die Luftabwehr, aber okay, auf irgendeinen von denen schießt er sowieso. Gut, sieht eigentlich ganz okay aus. Ich habe soweit alles bewegt, alles gemacht, was ich machen konnte. Da und das da kann nur ein Aufklärer. Also sich Feld für Feld bewegen, weil man sich nicht einfach so durch Gegnerfelder bewegen kann.
Er hat sich jetzt dahin bewegt und dann sogar noch resupplied, was ziemlich krass ist. Weil der war ja fast im Sack. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da vorgehe. So, und hier seht ihr es jetzt. Die Moral von denen war völlig im Sack. Jetzt ist sie noch schlechter, weil die halt eingekesselt sind und nicht versorgt werden und gar nichts, ne? Hier, der hier zum Beispiel hat nur noch 3 von 6 Munition. Dieser Eingegraben-Status ist, der wird höher, je länger man auf dem gleichen Feld bleibt. Und je höher dieser Status ist, desto schwieriger wird es natürlich, so eine Einheit zu killen. So, aber wenn wir jetzt hier die Artillerie wegmachen, dann wird das da leicht. Ja, schade, dass er den. Ich hätte ihn gerne überrannt und dann nochmal angegriffen, aber war wohl nichts. So, und hier greife ich jetzt so noch nicht an, sondern ich werde zuerst mit meiner Artillerie drauf schießen, um weiter die Moral runterzudrücken von denen. Ja, und jetzt seht ihr, jetzt sind die Stats nämlich direkt schon besser, für, also zu meinen Gunsten. So, nachsetzen und drauf. Jawohl. So, dann können wir nämlich hier weiter und hier angreifen. Sehr schön. Den hätte ich ja schon gerne weg da. Vielleicht kriege ich ihn ja überrannt. Dann könnte ich den Panzer nämlich nochmal ziehen. Ja, passt. So, weil jetzt habe ich nämlich den platt gemacht und fahre doch noch hier hin und greife die Luftabwehr an. Was halt ziemlich nice ist. Boah, das reicht nicht, um den ganz wegzukriegen. Okay, den werde ich mal resupplyen. Kostet aber immer ein bisschen Moral und natürlich Kohle und alles, aber willst du machen. Luftabwehr. Okay, die Artillerie ziehe ich jetzt noch nach. So, das ist alles gar nicht so schlecht. Den Flughafen muss ich haben, damit ich da die Flugzeuge gleich nachziehen kann. Man könnte auch überlegen, jetzt die hier noch nicht auszuladen, sondern die dann gleich da oben auszuladen, damit die direkt da sind. Aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, ob die jetzt hier die Straße lang laufen oder gleich schon da oben sind. Kann ich noch irgendwas bombardieren? Ja, die Luftabwehr ist natürlich nicht so das Idealziel. Könnte hier oben die Artillerie schon mal angehen. Mache ich auch. Ach, Kacke, kommt die Luftabwehr trotzdem hin. Egal. Ja, immerhin. Auf die Pack gehe ich mal. Ich weiß, die Luftabwehr deckt das die ganze Zeit, aber was soll ich machen, ne? Das war doch gar nicht schlecht. Ziehen wir den Jäger hier neben zur Unterstützung. Dann ziehen wir einen Jäger noch weiter da hoch. Scheiße, hätte ich ihn dahin gezogen, hätte er trotzdem noch angreifen können. Aber naja. Okay, kann ich noch etwas. Ich kann mir das Luftfeld sogar holen. Aber dann werde ich ziemlich fertig gemacht hier. Muss ja eigentlich nicht sein. Ah, doch. Ja, toll. Und jetzt gegen Counterattacks verteidigen. Ja, wenn die alle angreifen, kann ich ja nicht verteidigen. Aber egal, ich ziehe ja meinen ganzen Kram hier nach. Ah, okay, der Panzer kann sich noch bewegen, der auch. So, das heißt, eigentlich sieht das gerade ganz gut aus. Können hier auch noch mal ein bisschen aufklären. Also gar nicht die Flugzeuge, die hier vorhin waren, haben die jetzt alle verpisst oder was? Also deren Jäger vor allem. Ich meine, mir soll es recht sein. Ah ne, da ist er. Und da ist der zweite. Schon noch einiges an Gegnertruppen hier. So, also mal gucken, wie wir das angehen. Auf jeden Fall natürlich mit Flugzeugen, ist ja klar.
Das hier ist klar. Immer noch nicht im Sack. Vielleicht schaffen wir das wieder mit dem Panzer zu überrennen. Nee, schaffen wir nicht. Den ziehen wir nach. Artillerie ist zu weit hinten. Ziehen wir die einfach mal schön nach vorne. Ich glaube, also ich könnte jetzt hier nur ein Feld und da schon mal draufballern, aber ich glaube, ich ziehe ihn sogar noch weiter, damit er mehr supporten kann. Jawohl, schön, das passt. Den werden wir einmal resupplyen. Also das hier gefällt mir nicht so. Ich guck mal erstmal, ob ich was mit den Flugzeugen machen kann. Der da muss weg, der muss nämlich auch weg, gefährlich. Also, ne, aber für unsere Truppen hier relativ gefährlich. Was war, das war die Luftabwehr, ne? Ja. Und die Jadon Munition und alles. Okay, was machen wir gegen diese Luftabwehr? Offensichtlich nichts hiermit, weil diese Papp das nämlich schützt. Sehr ärgerlich. Schießen wir mal hier drauf. Vielleicht zieht er sich zurück. Ne, macht er natürlich nicht. Jetzt zieht er sich zurück. Okay, dann kann ich meine Pack jetzt nach vorne ziehen. Eigentlich will ich die gar nicht dahin haben. Ja, ich denke, hier müssen wir mit Flugzeugen arbeiten, auf jeden Fall. So, also ich werde zum einen mal hier drauf gehen. Ich hätte erstmal da drauf gehen sollen eigentlich. Aber wir haben ja dieses Pechvogel-Attribut, das heißt, da stand minus 0, minus 1 und besser kann es auch nicht werden. Also hätten wir den nicht vernichten können. Wir gehen trotzdem mal drauf, weil dann ist es halt nur noch der eine, hoffentlich. Ja. So, und einen Bomber bräuchte ich noch. Habe ich gar keine drei, doch. Einen bräuchte ich noch für den Panzer. Okay, kommt auch sogar gerade so eben dahin. So, jetzt müssen wir das wieder gut covern. Das machen wir, indem wir einen hier hinstellen. Können wir sogar die Artillerie noch angreifen. Ach, der muss ja immer keine Munition mehr haben hier. Na doch, hat genug. Dann haben wir den da, der covert den. Dann stelle ich einen hier hin, der covert die beiden. Den haben wir noch. Könnte man machen und einfach mal draufballern. Weil, warum nicht, ne? Jo, machen wir. Das war jetzt die letzte Munition, aber der füllt jetzt eh wieder auf, wenn er dran ist. Das ist halt echt ätzend. Aber egal, wir haben davon noch so ein Ding gekillt. Bei mir alles ein bisschen nach oben gezogen. Die ziehen wir auch noch weiter mit nach oben. Haben hier noch sogar einen Panzer. Tja, alles nicht so die Idealposition. Ihn hier resupply ich einfach nochmal und den Panzer. Ich will zwar nicht angreifen, aber ich ziehe ihn mal weiter nach oben. Das ist geil, dass er dadurch eingekesselt wird. Jetzt über die Luftabwehr noch ein bisschen nach. Ja, und dann. Ach nee, das ist der Aufklärer nur. Den lasse ich jetzt mal da unten stehen. Ja, und das ist natürlich dann heftig, wenn nach und nach dann wieder so ein voller Trupp ankommt und draufholzt. Ja, und hier ist jetzt sowas. Der hier hat nämlich jetzt hier diese Bodentruppen angegriffen und bevor er das macht, darf mein Jäger eingreifen, weil er das Feld schützt. Das ist ziemlich geil. Eigentlich ist es auch schwachsinnig, mit dem Jäger hier die Bodentruppen anzugreifen, weil sollte man lieber meine Bomber kaputt machen oder so. Aber ich denke, der hat, deswegen meinte der eine Typ ja auch, ja, Achtung hier vor Counter-Attacks. Ich denke mal, die KI hat jetzt irgendwie eingegeben, okay, auf jeden Fall dieses Feld da einnehmen. Deswegen macht er halt alles, was geht in diese Richtung. So, wie gehen wir vor? Hier ist wieder die Luftabwehr, die hat Resupply, deswegen sind es wieder 6. Dahinter steht eine Artillerie, ist natürlich scheiße.
Infanterie müsste dahin. Okay, das geht, indem ich die Pack wegbewege. Ich werde mal hier drauf gehen und die dann wegziehen. Naja, nicht so super erfolgreich, aber ist egal. So, da komme ich jetzt nicht hin, weil er hier blockiert. Ist alles nicht so super. Komme ich nicht hin, aber er kommt dahin. Okay. Ja, die Pack und supportet ihn. Ich sag mal, in der Abwehr sind die halt ganz geil. Aber lieber erstmal auf die Artillerie gehen trotzdem. Meine Luftabwehr, die kann man hier ein bisschen randalieren. So, und da der gerade hier so weit schön vorne steht, werden wir jetzt auch mit Jägern den wegmachen. Es gibt ja auch irgendwie so Initiativewerte, deswegen hat zum Beispiel jetzt der Gegner eher geschossen als ich, weil der irgendwie halt einen besseren Initiativewert hat. Ja, ist ja klar, wenn der vorher dann schon... Ja, toll, nicht abgeschossen. Wenn er jetzt vorher schon schafft, irgendwie von mir zwei Flugzeuge abzuballern, dann können von mir logischerweise zwei Flugzeuge weniger zurückschießen. Ne? So, und deswegen ist das mit der Initiative nicht zu vernachlässigen. Wird auch untergesetzt durch die Unterdrückung und Moral und sowas. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wer hier wo drauf schießt und was ich eigentlich will. Ich habe die beiden noch, den Panzer, noch mehr Infanterie. Hier Infanterie zum Nachrücken, okay, cool wäre. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt einmal hier drauf, ziehe den weg und rück danach. Ja, sehr schön. So, jetzt kann ich mich hier nachrücken und den kaputt machen, hoffentlich. Sehr schön. Okay, so, was machen wir als nächstes? Den ziehen wir mal hier hoch. Der muss auf jeden Fall gleich mal resupplyen. Ah, kann ich jetzt sogar noch. Nice, machen wir. Er hat jetzt schon minimal Erfahrung, ist nicht viel. Wie viel mehr kostet das? 40 statt 21. Ja, machen wir mal, wir haben genug Kohle. So, und dann gehen wir mal mit der Artillerie hier drauf. Der Artillerie da drauf. Und dann hier noch drauf. Ziehen den nach vorne. Ziehen den nächsten Panzer ran. Sehr schön. Ja, also unsere Truppen sind hier schon irgendwie auf jeden Fall überlegen. Aber man muss trotzdem gucken, was man in welcher Reihenfolge macht. Ne? Ist eigentlich so dieses klassische Steinschere-Papier-Ding. Also, was weiß ich. Panzerabwehr ist gut gegen Panzer. Panzer sind gut gegen Männchen. Männchen sind gut gegen Panzerabwehr. So halt, ne? Verkackte Luftabwehr, die würden schon ein bisschen auf den Sack. So, aber jetzt kann ich zumindest teilweise Flugzeuge nach vorne ziehen. Mache ich auch schon mal, dann habe ich nämlich hier gleich besseren Spielraum. Und so, mal kurz überlegen, ob ich die Artillerie nähe, kann ich nicht wirklich näher ranziehen. Da ist Quatsch. Den könnte ich noch weiter bewegen, will ich aber nicht, weil der ist trotzdem nicht eingekesselt da und irgendwo muss da oben auch noch der Panzer von dem stehen, meine ich. Deswegen lasse ich das jetzt einfach erstmal so. Ah, gleich schon Runde 10 von 18. Aber wir stehen ja direkt hier dran und unsere Infanterie ist da. Also ich denke, wir werden jetzt hier relativ schnell drüber rushen. Gucken wir mal. Vielleicht komme ich hier auch so durch, dass ich mit denen noch hier oben rum kann. Aber das ist schon noch eine Menge an Gegnern hier, ne? Okay. Ja, die haben sich selber eingekesselt. Sehr schön. Hier ist eine Artillerie, die natürlich eigentlich immer Ziel Nummer 1 sein soll. So, und unsere Bomber sind hier oben direkt schon in Reichweite. Den werde ich nochmal von hier fliegen lassen. Ja, dann wird er auch hier. Ach nee, scheiße, die Luftabwehr. Ach, Resupply, habe ich nicht aufgepasst. Okay, dann gehen wir erstmal auf die Luftabwehr. Jetzt haben wir sie endlich ausgeschaltet und jetzt kann der hier bombardieren.
So, da ist noch eine Infanterie von den Gegnern. Hier haben wir noch Bomber, hier haben wir Infanterie von uns. Erstmal Artillerie drauf. Zweite würde sogar in Reichweite kommen. Und hier ins Ziel, genau. Jetzt hätte man auch erst die Artillerie noch mal angreifen sollen, bevor man auf die Soldaten geht, aber naja. Aufklärer wird den jetzt noch platt machen. Packe ziehen wir nach oben, die auch. Die Infanterie ziehe ich nach oben, da muss ich gucken, die können gleich alle theoretisch wieder resupplyen und dann habe ich halt Pech. Ja, hier nicht so die besten Chancen für mich. Hier auch nicht, deswegen eigentlich immer erstmal mit Bombern drauf und mit Artillerie vor allem. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Jawohl, da haben wir eine Einheit ganz raus. Das ist immer gut, damit die nicht wieder neu resupplyen. Sollte ich jetzt hier eigentlich auch machen. Aber ich will diesen Panzer hier ein bisschen runterkriegen. Sehr schön. So, dann könnten wir nämlich mit unserem Panzer jetzt hier randalieren. Aber können wir gar nicht so richtig. Okay, dann wird er einmal resupplyen. Er geht randalieren. Hat aber nicht geschafft. Hier würde ich eigentlich auch fast, ja, mache ich auch einfach, werde ich auch resupplyen. Tja, der Panzer da ist hartnäckig. So, nichts mehr zum Nachziehen. Doch, ich könnte die Jäger jetzt mal nach... Scheiße, wieder verklickt. Der, so, sowas ist halt dämlich. Also ich meine, ich spiele das hier alles mit Maus. Man kann hier, das hat alles irgendwie, ich glaube, verlegen ist N. Ja. Könnte man auch mit Tastatur spielen, aber ich bin gerade faul. Ich mache hier alles gerade nur mit der Maus und deswegen verklicke ich mich halt hier und da immer mal, weil ich hatte jetzt ihn genommen und wollte hier auf das Symbol klicken. Dann ist er da hingeflogen, weil ich daneben geklickt habe, weil dämlich halt. Naja. So, Artillerie, die hier covert gleich schön alles. Die hier eigentlich auch schon relativ viel. Das ist ganz geil. Ich habe alles nach vorne bewegt. Flugzeuge alle bewegt. Das ist nur der Aufklärer, der bleibt einfach da stehen. Dann würde ich sagen, okay, nächste Runde. So, wir haben da auch eine Luftabwehr hier, genau. Aber ist da nicht ganz in Reichweite. Gut, dann müssen wir jetzt mal gut überlegen, was wir machen. Die Pack ist eigentlich schon genau nah genug dran hierfür. Die ziehen wir einfach weiter. Alter, was denn mit dem? Ah, okay, hier, der ist komplett eingebuddelt. Und deswegen sind die Odds, also die Wahrscheinlichkeiten, so unheimlich schlecht für uns. Müsste man jetzt halt erstmal mit Artillerie drauf. Aber gut, eins nach dem anderen. So, gucken wir erstmal, was hier wo ist. Die Infanterie da ist nach vorne gegangen. Das heißt, wir können jetzt hier dieses Feld einnehmen und den damit einkesseln. Ich glaube, das werde ich auch tun. Ja, werde ich auch tun. Das Feld frei. Jetzt habe ich die Artillerie komplett nicht eingesetzt. Die kommt da, ach doch. Nee, kommt sie nicht. Die kommt da nämlich auch nicht hin. Schade, schade, weil da muss ich echt erstmal draufballern, bevor ich da irgendwie mit Panzern oder so angreife. Oder wir lassen das die Flugzeuge machen. Aber die sind halt nicht so super gegen. Ja,
Infanterie. Mal gucken, dass wir den Jäger da noch wegkriegen. Na, ja. Ich habe die jetzt alle erst drumherum bewegt, damit ich diesen Massenangriffsbonus immer kriege. Jawohl, das hat gereicht. So, und den muss ich eigentlich nah genug dran ziehen, damit ich da gleich mal gegen diese Infanterie was machen kann. So, einkesseln ist ja immer schon mal ein guter Start. Ich kann die Artillerie nicht vernünftig bewegen, das ist kacke. Ja doch, ja. Okay, und hier greifen wir einfach mal an, weil das sind zwar nicht so die super Odds, aber ich meine, ist auch nicht schlimm und wir haben genug an Truppen und Zeug zum Nachrücken. Und man muss ja auch mal vorangehen hier, ne? So, zwei Panzer will ich nicht unbedingt verlieren gegen zwei Infanteristen. Das sieht ganz gut aus. Der ist hier unten noch. Noch ein Bomber. Okay, den verlegen wir jetzt nach vorne. So, dann sieht das doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Mal gucken, was der Gegner so macht. Bei dem Schwierigkeitsgrad übrigens, wenn man den jetzt weiter hochstellt, hier innerhalb der Mission verändert sich nicht wirklich was. Also die haben jetzt nicht mehr Einheiten oder sowas. Aber was sich halt verändert, ist, dass man selber weniger Prestige bekommt, also weniger Einkommen quasi. Und das wird halt immer ausgegeben, um Truppen zu modernisieren, aufzurüsten, Ersatz zu schicken und so weiter. Und deswegen, wenn man das nämlich dann nicht hat, dann schlecht. Hat sich ergeben, sehr schön. So, wo ist die zweite Artillerie hier, ne? Ja, kommt da aber nicht hin, weil wir müssen einfach mal weiter. Da sollte man eigentlich auch mit der Artillerie drauf gehen, aber eins nach dem anderen. Na, ich hätte erst einen Panzer nehmen sollen. Na egal, sieht doch ganz gut aus. Ah nee, keine guten Odds, das ist besser. Das hier noch Luftabwehrartillerie und Pack. Okay. Hm. Mann, kann ich den denn kaputt machen? Scheiße, das hätte ich noch einnehmen können für Zusatzgeld. Ah, vielleicht stehen da auch Einheiten. Ne, tun sie nicht. Cool. So, den ziehen wir nochmal nach. Den Panzer. Ja, hier kann ich jetzt nicht mehr viel machen mit den Panzern. Hier habe ich schon Infanterie. Das muss ich gleich einnehmen. Okay, da oben über die Brücke. Aber wenn ich jetzt mit den Panzern da hingehe, ist eigentlich nicht so geil. Oh, aber ich kann direkt drüber, weil die es nicht blockieren. Ist natürlich gut. Weg vor die Packe fahren. Nee, ist eine Artillerie. Trotzdem so schlechte Odds. Okay, dann fahren wir doch direkt da hoch nach Möglichkeit. Sehen wir die Infanterie noch. Minus 4, minus 4. Ah, okay, ich kann meine Bomber ja sogar noch einsetzen. Dann tun wir das doch auch. Da war die Luftabwehr mit dabei. Machen wir das hier. Und den dritten da drauf. Da ist er. Ja, toll. Der hat ja richtig viel gemacht, nicht?
Ne, ich werde da noch nicht angreifen. Den werde ich nochmal so klein. Hier würde ich gerne angreifen, aber minus 4, minus 4 ist halt nicht so geil. Deswegen denke ich mal, warte ich lieber auf die Artillerie. Genau, ziehe ich den nämlich weiter nach vorne, damit er das Feld da mit abdeckt. Dann kann ich gleich zweimal mit der Artillerie drauf, vielleicht hier sogar einkesseln vorher und dann, ja, das ist gut. Nicht zum Angreifen, aber einfach zum Feld blockieren, damit er gleich vielleicht auch hier rüberfahren kann. Oder die halt gut rüber können, weil sobald er da wäre, wäre das Feld sonst blockiert. Gut, dann würde ich sagen, wieder Rundenende. Ja, da gibt es doch Widerstand, klar. Ja, mit ein paar Infanterie angreifen, immer gut. Also gerade war der ja als 5er-Trupp schon nicht schlecht. Jetzt haben wir hier so einen 10er-Trupp. Oh, und was haben wir hier? Regatta Mixta. Ja, also vielleicht sollte ich mich von da rechts wieder zurückziehen, weil da offensichtlich einiges an Truppen kommt. Das sind wahrscheinlich die, die den Gegenangriff sonst machen würden auf das Ding hier. Ja, ich denke, ich ziehe mich da jetzt wieder zurück. Da habe ich jetzt sogar eigentlich schon einiges an Verlusten eingesteckt, was eher dämlich war. Also nichts wie weg hier. So, die Jäger alle da drauf, aber ne. Werden halt total nass gemacht, ist nicht so gut. Gut, der hat hier zum Glück die Infanterie weggezogen, was sehr gut jetzt für mich ist. So, dann haben wir jetzt Sevilla komplett eingenommen. Aber wir sollten ja was? 5 Truppen, glaube ich, hier da drin haben, ne? Also 5 Afrika-Truppen. Ja, dann machen wir das doch auch. 1, 2, 3, 4, da muss die 5. noch hin. So, was mache ich mit der Artillerie? Die stelle ich mal hier hin. Und hier die Zack, Bonus Objective completed, earned Commendation Points 1, Total Commendation Points, okay. Ja, ich denke und hoffe, das sind die Punkte, die ich da noch einsetzen kann dann für den General. Sehen wir nach der Mission. Das Airfield da muss ich noch einnehmen. Hier bin ich eingekesselt, das ist eher blöd. Und hier stehe ich auch ziemlich schlecht. Da muss ich auf jeden Fall jetzt mit den Flugzeugen arbeiten. Aber ich muss aufpassen mit deren fetten Flugzeug da. Aber trotzdem hilft nichts. So, kurz ein bisschen überlegen. Da kann ich gleich mit der Infanterie was machen. Die Artillerie macht jetzt natürlich auch wieder nichts, was ziemlich doof ist. Eigentlich steht die da vorne auch doof, aber willst du machen? Oh cool, die Luftabwehr kommt schon ein bisschen hin. Sehr schön. Vielleicht wegen dem erhöhten Gelände, weiß ich aber nicht genau. Die Infanterie gleich angreifen. Der Panzer hier steht scheiße. Ich kann ihn jetzt resupplyen, aber der wird dann gleich eh direkt wieder platt gemacht. Ich denke aber mal, das mache ich trotzdem. Einfach damit er länger durchhält. Vielleicht kriege ich ihn kaputt. Sehr schön. So, das hier ist aber der, glaube ich, der dafür sorgt, dass ich eingekesselt bin. Ich kann ihn aber nicht so leicht angreifen, weil er durch diese Pack da gedeckt wird. Und die Pack wiederum wird durch diese Artillerie gedeckt. Voll ätzend. Deswegen Flugzeug. Tja, trotzdem immer noch nicht ideal hier. Den kann ich jetzt nicht resupplyen, weil er halt eingekesselt ist.
Ebenso wie der. Und die Moral geht dadurch auch runter. Tja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als den da stehen zu lassen. Was aber auch scheiße ist, der wird mir ziemlich zerlegt. Kann ich aber, glaube ich, nicht ändern. Die kann ich noch ein bisschen schützen hier. Wobei ich mit dem Jäger einfach einen Jäger angreifen würde an seiner Stelle, weil, ja, meine können ja offensichtlich nichts. So, hier wenigstens noch ein Panzer weggemacht, sehr schön. So, und eigentlich sind wir jetzt gerade ganz gut dran hier, was die ganzen Stats und so angeht, also die Mission. Aber es sind ja noch ein paar Runden und wenn die jetzt alle hier angeschissen kommen und angreifen, dann ist das natürlich nicht so gut. Das hier gefällt mir nicht. Der ist jetzt echt gefährdet, aber okay, kann ich nichts machen. Ja, er hat den Bomber angegriffen, kriegt erstmal von meinem Jäger auf Schnauze, ein Flugzeug sogar ausgeschaltet, aber er hat es gesehen, hat danach trotzdem Bomber abgeschossen. Von der Seite jetzt auch noch. Da alles resupplied. Tja, das ist jetzt schon echt nicht so geil alles. Muss ich wirklich gucken, wie ich das so mache. Also hier schicke ich jetzt auf jeden Fall einen Bomber drauf und dann die Infanterie. Zum einen, um dieses Flugfeld zu kriegen, aber zum anderen auch, um diesen Eingekesselt-Status hier aufzuheben. Zieht sich einfach nicht zurück. Tja, da kann ich jetzt, glaube ich, nichts gegen machen. Shit. Tja, zwei Bomber habe ich noch. Auch blöd da. Aber hier supporten sollte ich ein bisschen, damit die hier die Felder gleich nicht kriegen. Tja, was mache ich da? Also ich mache auf jeden Fall einmal das. Gehe ich hier einmal drauf, ziehe die zurück und ziehe diesen 15er Trupp hin. Jawohl, und dann nochmal drauf. Jetzt könnte ich mir überlegen, jetzt noch den Bomber zu haben. Mist, kriege ich nicht komplett weg. Tja, die Frage ist mit den Bombern eher hier drauf oder da drauf? Eigentlich eher hier drauf und mit denen weiter zurückziehen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, war glaube ich die richtige Entscheidung, denn da ist ja noch ein bisschen was an Gegnern. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich mich hier einigermaßen so positioniere, dass die mir nicht alles kaputt machen können. Das Ding hier stört halt. Fast platt, müssen wir supplyen. Also sollten. Muss nicht unbedingt, sind ja noch nicht mal Core Units, aber mache ich trotzdem mal. Okay, hier haben wir mal eine Möglichkeit. Solche Felder sind immer schlecht als Angreifer, also Brücken und ähnliches. Aber muss jetzt mal sein, weil dieses Ding da weg muss. Ich werde es nicht wegkriegen, so, aber. Ah, nee, ah, war echt wegen einem erhöhten Feld, weil ich bin jetzt eins näher dran, aber die Schussreichweite erhöht sich nicht. Ist nicht so gut, das auch nicht, das eh nicht. Ah, ich mach's trotzdem. Es ist völlig bescheuert, jetzt hier diese Panzer dazu so zu verlieren, aber
Okay, wir haben jetzt zumindest hier das aufgehoben, was sehr gut ist. Der hat sich ergeben. Perfekt für uns. So, den ziehe ich einen weg, damit er sich entweder bewegen muss oder halt ihn nicht angreifen kann. Oh, hier Minenfeld mitten in der Landschaft. Landminen. So, er steht ja zwar immer noch nicht so. Okay, dann ziehe ich ihn auch einen weg, denke ich. Genau, weil ich will, dass die Moral wieder nach oben geht. Hier haben wir nochmal Artillerie. Können wir mal für Spaß draufschießen, oder warum nicht, ne? Pack hier hinziehen als Unterstützung. Die hier sollte ich eigentlich, ja, werde ich auf einmal resupplyen, auch wenn es auch keine Core-Units sind. Aber ich weiß nicht, ne, ich muss ja noch ein paar Runden aushalten hier. Den ziehen wir ein bisschen zurück. Der Panzer, der packt da. Ja, wobei, ne, ich kann auch den Panzer zurückziehen, dann steht die Infanterie nur noch vorne. Der Panzer steht halt jetzt da. Egal, wenn die auf die Luftabwehr gehen, auch nicht so schlimm. So, meine Jäger könnte ich einsetzen, um einmal hier, dann sind die beiden geschützt. Das Problem ist wieder, dass er hier, ja, der ist immer noch besser als meine Typen, aber hier können wir einmal Verluste verursachen wahrscheinlich. Jawohl, ohne dass uns was passiert, sehr schön. So, hier haben wir noch einen Trupp. Ja, alles klar, cool, vorhin nicht gesehen. Sehr schön, haben wir die auch komplett weg. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber mal gucken, wie sehr der jetzt hier pusht noch. Und was vielleicht auch noch kommt von Feldern, die ich gerade noch nicht sehe. Aber sehr gut, dass wir das hier oben aufgehoben haben. Also dieses Eingekesselte, das war völlig Banane für uns. Ja, wieder eingekesselt, aber egal, die machen wir gleich weg. Oder wir gehen einfach aus der Einkesselung raus, weil jetzt haben wir ja links die Felder schon. Ja, die zwei können jetzt nicht so ohne weiteres raus, weil der da im Weg ist. Jetzt auch wieder gecovert ist. Das ist schon ziemlich ätzend. Das Airfield muss ich noch einnehmen. Scheiße, durch das Einkesseln kann ich jetzt hier doch wieder nicht die Moral aufbauen. Naja, gucken wir mal. Also, hier muss auf jeden Fall randaliert und eingenommen werden. So, machen wir das so. Jawohl, das haben wir auch. Haben also alle Objectives. Ja, gut, das haben wir jetzt gerade nicht. Ja, was will ich machen, ne? Ja, ich will die eigentlich auch nicht so ohne weiteres jetzt verlieren. Also ich könnte hier jetzt schön weiter runter. Problem ist nur, dass die hier halt ziemlich am Sack sind. Diese Einheit muss weg, dann wären die quasi frei. Kriege ich aber nicht so leicht. Ich meine, wir können es ja mal versuchen. Gehen wir mal hier mit drauf. So, dann können wir noch einen Bomber einsetzen dafür. Müssen wir gleich unbedingt schützen, sonst kommt der mit seinem doofen Jagdflugzeug da gleich wieder an. Wo war die zweite Artillerie? Hier unten? Nee. Hier ist eine. Wo ist denn meine zweite? Wäre ich doof oder was? Oder blind? Pack, pack. Noch eine Pack. Ist die Luftabwehr. Alter, ich hatte doch zweimal Artillerie, oder nicht? Ist gerade kaputt gemacht worden. Ich habe das nicht mitgekriegt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe es gerade nicht.
Da ist er. Okay, weil dann machen wir es nämlich so und so. Sehr schön. So, ach so, Mist, weil hier noch einer steht, wird das Feld trotzdem weiter blockiert. Das ist natürlich kacke. 2-2. Auch 2-2. Da ist noch Infanterie. Hier könnte ich nachrücken. Mache ich auch. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich hier einfach rausfahren können. Naja. Ah ja, 2-2 mit den Panzern. Da kommen aber gleich noch mehr Gegner. Das hier ist doof. Okay, hier, ja, hier schützen wir jetzt auf jeden Fall mit den Jägern. Hier auch, können wir sogar noch einmal tiefflugangriffmäßig was kaputt machen. Hier oben auch, aber ja, ich glaube, ich gehe lieber hier hin. Sonst ist er von da aus nicht geschützt. So, das habe ich eingenommen. Die hier könnte ich resupplyen, könnte ich ja sein lassen. Die sind gerade resupplied, das ist eingenommen. Die zwei habe ich noch. Und ich muss ja 5 auf jeden Fall da drin haben, eigentlich, um das geschafft zu haben. Der hat zwar vorhin schon gesagt, dass ich das habe, aber ich weiß nicht so richtig. 1, 2 habe ich. 3, 4, 5, 6. Okay, könnte ich den hier eigentlich gleich reinziehen. Ja, der hat gerade moralisch Probleme, deswegen kann er nicht. Nee. Geben wir jetzt nicht auch nochmal die Kohle aus. Haben wir noch ein bisschen Zeit, wir gehen mal hier weiter auf Angriff. Artillerie lasse ich mal da stehen, die Pack ziehe ich mal hier zurück. Die eigentlich auch, aber ich lasse mal stehen. Okay, sofern jetzt nicht hier noch richtig fett was kommt, kriege ich das hier, glaube ich, unter Kontrolle. Der hier geht mir ein bisschen auf die Nerven, aber den kriege ich eventuell auch noch. Ich will halt auf keinen Fall jetzt nochmal eingekesselt sein. Warte mal, wenn der hier ein Feld weitergeht, könnte sein, dass der nochmal eingekesselt wird. Aber eigentlich nicht, jetzt wo das Feld hier auch frei ist. Ja, gucken wir einfach mal. Wieder eingekesselt. So eine Kacke. Der Panzer da kommt echt zu nichts. Na, sieht nicht allzu gut aus da. Tja, was machen wir? Auf jeden Fall das. So, da ist noch Fettinfanterie und hier. Und das Ding muss eigentlich weg. Aber ist die Frage, was, womit? Also das hier machen wir auf jeden Fall. Das hier machen wir. Jetzt habe ich nochmal hier einmal Fettflugzeug, zum Beispiel für sowas. Ja, auch noch weiter für die Infanterie, ja, muss ich mal noch gucken. Auf jeden Fall werden wir den jetzt mal erstmal angreifen hier. Hat nicht wirklich viel gebracht. Könnten wir Moral weiter senken. Ich hätte mit dem Bomber nochmal drauf gehen sollen, mit dem anderen. Ja, mit dem mache ich jetzt auch, damit der endlich mal weg ist.
jetzt nur eingekesselt, nicht nur durch den einkesseln. Das ist natürlich echt blöd. Die will ich einfach nicht verlieren. Meine 3, 4, 5, ja, ich muss immer gucken, ah ne, die wollte ich eigentlich hier runterziehen. Ich muss immer gucken, dass ich hier auf jeden Fall das gleich so besetze, dass ich dieses Sekundärziel da habe. Ich hatte euch immer die Artillerie, den kann ich gleich davor ziehen. Mal drauf, sind ja eingekesselt, das heißt, die stellen ihre Moral nicht wieder her. So, so ist das geschützt und der ist trotzdem noch eingekesselt, sehr schön. Ja, die Pack hier ist halt fast erledigt. Auch wenn es jetzt echt teuer wird, aber ich resupply die dann nochmal, damit die nicht drauf geht oder so. Der wird schon nichts passieren. Ich ziehe mal ein Flugzeug hier drüber. Ein Flugzeug hierhin, dann sind die beiden geschützt und eins hierhin. Okay, das okay. Hier könnte ich angreifen, kann ich aber auch sein lassen. Ich lasse es eher sein. Die buddeln sich da einfach weiter ein und warten. Der macht nichts. Ja, in Ordnung. Also ich will gleich auf jeden Fall hier diese 5 Afrika-Units da drauf haben, weil ich keinen Bock habe, dass mir das dann doch noch genommen wird und ich diesen Commendation Point da nicht kriege oder so. Deswegen werde ich gleich gucken, dass auf jeden Fall zur Runde 18 hin die Felder alle von Afrika-Truppen besetzt sind. Schlecht aus für die Spähfahrzeuge hier. Also vor allem für den. So, wie sieht es jetzt aus hier? Das haben wir. Die sind jetzt hier. Der ist da. Okay. Ich habe die beiden und die beiden. Mich überrennen mit dem Panzer. Komm, ich muss da hin. Der ist zu schwach. Hm. Tja, ätzend. Okay, die blockieren wahrscheinlich. Aber er ist jetzt frei, kann ich zumindest mal resupplyen. Eigentlich müsste ich mich da durchbewegen können, weil ist ja ein Spähfahrzeug. Genau, kann er auch. Das machen wir mal so. Er macht einfach nichts. Tja, die Artillerie, wo schieße ich drauf? Hier, also ich mache halt nicht wirklich Verluste, sondern ich unterdrücke halt nur weiter. Deswegen
ist es eigentlich gerade fast egal. Aber wir halten mal einfach weiter auf die Typen hier drauf. Ja. Manchmal macht man da auch so dann noch Verluste durch. Habe ich jetzt halt in dem Fall hier nicht. Bisschen zum Schutz, aber da ein Infanterietrupp weggemacht, hier ein bisschen was runtergenommen, das ist gut. Na, die stehen erhöht, ist natürlich doof für mich. Der muss da gleich noch rein, wäre die 4. Einer von denen die 5 oder von hier halt. Wenn der weg ist, müsste der da durchlaufen können eigentlich. Truppen nach vorne. Könnte ich sogar noch nachsetzen, ihn vielleicht wegmachen, aber will ich gar nicht. Denn ich will ja hier die Felder gleich halten. Okay, aber den müsste ich darüber ziehen können. Den hierhin, den dahin, dann habe ich sie alle. Okay. Ja, dann würde ich fast sagen, das bleibt so stehen, da kann ich nichts machen. Die sind eigentlich im Moment nicht so die Gefahr. Und Runde zu Ende. Eine müsste ich ja dann noch ziehen können. Die Luftabwehr noch verloren. Mit Luftabwehr spiele ich eh nicht so gerne, sondern ich habe dann lieber die Jäger und mache damit dann quasi die Luftabwehr. Ah, ich habe gerade gesehen, auch das Zeichen ist jetzt wieder ganz neu. Da ist ja auch hier Legion Condor, geil. Ja, also, der muss auf jeden Fall weg, damit die sich da frei bewegen können. Da steht der Lappen hier auch noch zwischen. Okay, gucken wir mal. Wir sind in Runde 18 von 18. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich die 5 Einheiten hier in diese Felder kriege. So, das mache ich wie folgt. Er darf erstmal nochmal einen matchen. Und dann ziehe ich den hier runter. Habe ich 2 Felder schon mal besetzt. 3 Felder besetzt. 4 Felder besetzt. 5 Felder besetzt. So, zack. Und die bleiben da stehen. Dann hier nochmal ein bisschen. Den wir die auf jeden Fall noch wegkriegen da. Okay, die Luftabwehr, die geht vielleicht noch drauf, wenn der Gegner jetzt noch nachzieht. Nicht gut. So, ich würde sagen, das war's. Jetzt machen wir noch Flugzeuge hier hin zum Schutz. Dahin nicht, weil der von rechts gekommen ist. Okay, vielleicht verliere ich den doch. Vielleicht ja auch nicht. Ja doch, er hat noch eine Runde, dann geht der natürlich drauf. So.
Ah, okay. Und jetzt habe ich erst dafür den Punkt quasi gekriegt, weil jetzt am Ende, der hätte mir am Ende jetzt das Teil theoretisch noch wegnehmen können. Deswegen wahrscheinlich auch gut, dass ich die Typen da trotzdem reingezogen habe, weil er hätte ja auch hier vielleicht noch so ein Stadtfeld wieder zurück einnehmen können. Deswegen, ich weiß nicht, da stand ja auch nicht, ich soll die einnehmen, sondern Garrison, also besetzen halt, wie der da was zählt. Jetzt kriege ich halt hier noch ein bisschen auf Schnauze. Hoffentlich verliere ich die Einheiten nicht unbedingt. Wobei erfahrungstechnisch ging das ja jetzt echt super langsam. Das war eigentlich in der Kampagne sonst immer so, dass man ein bisschen schneller oder eigentlich ganz gut Erfahrung sammelt. Das war jetzt hier irgendwie nicht der Fall. Also auch die Bomber, die haben ja eigentlich fast die ganze Zeit randaliert. Die haben aber jetzt gar nichts gekriegt. Okay, und das hier scheint erledigt zu sein. So, mein General. Aha. Abwehrdossiers. Okay, ah, hier rumgeschreie. Okay, weil da ist jetzt eine Olle einfach reingekommen, irgendwie. Was soll das alles? Und die Olle sieht ja sehr cool aus. Sagt jetzt, ey, mal ein bisschen runterkommen, Deutscher. Ich bringe Neuigkeiten über euren vermissten Colonel, wahrscheinlich hier Bolanos oder so. Muss hier einfach nur mal den Shit durchlesen. Oh, okay, sorry. Dann packt er seine Luger direkt wieder weg und liest da die Dokumente durch. So, schlechte Neuigkeiten. Bolanos soll tot sein, bei einer kommunistischen oder bei den Kommunisten irgendwie im Hinterhalt. Im Hinterhalt geraten oder überrascht worden oder so. Ich weiß es nicht genau, wohin uns das jetzt bringt, aber vielleicht in dem zweiten Kommuniqué gibt es Antworten. Okay, deswegen, wahrscheinlich kommt General San Giulio hierhin, um uns zu treffen. Und das ist der Leader der Nationalistenbewegung halt. Und er dachte nicht, dass wir den jemals treffen würden und bla. Aber Moment, eigentlich sollte er laut dem Ding schon hier sein. Und jetzt kommt halt gerade ein spanischer Offizier rein. Schon wieder Leutnant Wagner, Oberleutnant Wagner hier am Unterbrechen. Okay, und jetzt kommt er rein und sagt, ja, ich befürchte, er wird nicht kommen, um uns hier beizuwohnen, meine deutschen Freunde. Oh, General Franco, es ist eine Ehre, Sir. Aber ich weiß nicht, wo ist General Sanjurjo ist dead. Also ist tot. Er war unterwegs von Portugal, als sein Flugzeug abgestürzt ist. Deswegen werde ich jetzt hier übernehmen und ich möchte hier erstmal informiert werden. Okay, und jetzt erzählt er hier, ja, bla, erste Elemente der Condor oder Legion Condor haben, sind erfolgreich in Spanien eingesetzt worden. Kampfgruppe 88 ist bereit, hier loszulegen. Unsere Streitmacht besteht aus einigen Fahrzeugen, Panzern und Lufteinheiten, aber keine deutschen Infanterieeinheiten. Ja, das weiß er und er findet das auch toll hier, die deutsche Unterstützung. Deswegen erzählt auf uns und darauf, dass wir halt die Kontrolle, also die Lufthoheit erhalten und behalten und eben die Operationen von den Typen hier unterstützen können. Ah ja, okay. Und er hat das auch mitgekriegt, dass wir sogar, weil waren ja U-52, haben wir gesehen, also deutsche Flugzeuge. Wir haben einen Teil von seinen Afrika-Truppen sogar schon erfolgreich hierhin zurückgeholt. Das hat er auch irgendwie gecheckt. Aber wir müssen die republikanische Blockade komplett brechen, um seine Truppen auch tatsächlich wirklich mobilisieren zu können. Aber davor, wie sieht es eigentlich mit unseren lokalen Nationalisten-Truppen hier aus? Jetzt sagt er hier wieder, ja, also diesem Dokument zufolge sollte Colonel Bolanos, nee, wurde Colonel Bolanos gekillt und die Lady hier scheint ja eine Repräsentantin der lokalen Milizia zu sein. Ach ja, echt? Aber du bist ja angezogen, als wärst du von den Milizianers oder so. Erklär dich. So, General Franco, ich heiße Ana Sofia Vega. Ich gehöre aber natürlich zu den Nationalisten. Okay, so, also die konnten sich das alles nicht mehr reinziehen hier unter Red Terror und Kommunisten und so und deswegen zack hier. So, ja, du siehst, meine Fresse ist hier viel Story, ey.
Er hat schon mal wahrscheinlich jetzt mit ihrem Vater gedient. Ja, genau, war der Vater. Okay, super cool. Ja, er kannte den, war auch total ehrenvoll und so. Und deswegen vertraut er ihr jetzt auch. Er brüllt direkt wieder rum wie so ein Irrer, also zumindest laut diesem Bild hier. Und warnt halt. Und der sagt jetzt, ja, wenn ich jetzt hier den Männern und Frauen meines eigenen Landes nicht mehr vertrauen kann, dann wird hier so eine Fehlentscheidung auch irgendwie kaum noch einen Unterschied machen. Serve me. Okay, also er sagt jetzt, ja, dann werde ich jetzt deine lokalen Truppen meinem Dings hier quasi einverleibend unter meinem Befehl stellen. Und hier, aber ich brauche ja auch jetzt jemanden, der hier, also quasi so ein Kontaktoffizier, der sich mit den deutschen Alliierten irgendwie verständigt. Und deswegen fragt er sie jetzt, ob sie das machen will. Ja, natürlich will sie das machen. So, okay, super. Und deswegen wird sie jetzt zur Capitana erhoben. Und nur zusammen können wir gegen die Republik bestehen. Alles klar, Sie, General. Captain, aber, okay. So, bla 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 bla. Alles klar, Franco geht. So, und schon wieder brüllt er hier rum wie so ein Affe. Ja, wie jetzt hier, die steht jetzt über mir hier vom Rang, kann ja gar nicht sein. Können wir denn da wirklich, oder wie können wir denn darauf vertrauen, dass das eine Absprache, eine Liaison zwischen Francos Männern und der Legion Condor wird, spricht überhaupt Deutsch. So. Und jetzt sagt sie auf Englisch: ja, klar, Lieutenant, ich spreche genug Deutsch und du checkst hier, glaube ich, irgendwie was nicht. Und der ist hier wieder so total empört. Bla bla bla. Okay, also, Story, Story, jawohl, Captain. So, jetzt sind die sich hier irgendwie einig und alles klar und jetzt entschuldigt er sich nochmal und jetzt haut sie auch ab. So, und jetzt sagt er nur, ah, wo haben wir uns da nur drauf eingelassen? So, was haben wir jetzt hier? Historisch gesehen war die Operation, die Afrika-Armee von Marokko nach Spanien zu transportieren, ein riesiger Erfolg. Die Seeblockade wurde nämlich einfach überflogen. Und dadurch wurden Tausende von Truppen über diese Gibraltar-Dingsda-Kanal transportiert und das war quasi die erste weltweit ja, erfolgreiche und große Luftlandeaktion. So. Alles klar, ja, Lagebesprechung beenden, das war's. Hier, wir haben gewonnen. Man hat jetzt hier noch so eine Übersicht, wer halt hier wie gut war, also wie vieler vernichtet im Verhältnis zu verlorenen Punkten gemacht hat. Das lassen wir alles jetzt so, ist ja auch alles schön. Wir können theoretisch Schwierigkeit ändern. Können auch einfach fortfahren klicken. Jetzt kommen wir wahrscheinlich direkt in die nächste Lagebesprechung, wo der Typ uns jetzt wieder irgendwie hier ein Kotelett an die Backe labert. Und wo wir dann aber unsere Truppen ersetzen können, aufrüsten können, eventuell kriegen wir schon neue Einheiten dazu. Und ja, das wird man dann einfach sehen. So, deswegen, wir gucken das uns nochmal hier kurz an, ja, auch wenn ich jetzt nicht mehr hier alles übersetze und genau durchgehe. Mit deutsche Söldner, ja, ist klar, Junge, was willst du denn? Naja, genau, ne, hat sich genau das Gleiche gedacht. Okay, so, wir sind bereit und bla bla bla. Ah, hier ist wieder dieses Battleship, was uns vorhin so auf den Sack gegangen ist. Und das könnte nämlich da im Hafen liegen. Und deswegen sollte das bald in Reichweite für unsere Flugzeuge sein. Okay, und er sagt, ja, wir haben nicht die richtigen Flugzeuge dafür, die können das nicht fertig machen. Also mit Flugzeugen einfach. Okay, und deswegen sagt sie, ja, Moment, ich war ja noch nicht fertig. Wir sollen hier so ein Depot einnehmen, weil, also die haben da so ein großes Waffenlager irgendwie entdeckt und wenn wir das einnehmen, dann sollten wir alles haben, um manche unserer Transportflugzeuge in Bomber verwandeln zu können. Okay, ja, alles klar. Bin ich mal gespannt. U-52 in einen Bomber verwandeln. Okay. Sollte möglich sein, solange da wirklich so viel Waffen und Zeug sind, wie du sagst. Deswegen Primary Objective, wir sollen diese beiden Victory Hexes kontrollieren, also die zwei hier. Bonus Objective, Capture and Defend All Victory Hexes, also das dritte und hier unten vierte noch.
Müssen wir mal gucken. Wir kommen nämlich hier von links, müssen quasi hier rüber. Das hier unten aber noch halten gegen wahrscheinlich irgendwas, was von hier ist, wobei das auch ein Flughafen ist. Also sollte man den vielleicht eh einnehmen, um dann hier mit den Flugzeugen auch schön randalieren zu können. So, noch ein Bonus-Objective, das Battleship Jamie 1 versenken, was hier ganz unten ist. Was wahrscheinlich dann nur mit Flugzeugen geht, weil man sich nicht da durchkämpfen kann. Okay, so, was ist hier? Super viele Milizier, also ganz viele Truppen und sowas für die Republik. Deswegen müssen wir die erst alle platt machen, bevor wir dieses Depot erreichen können. Ja. Vehicle Movement sehr schlecht. Also, ne, hier alles bergig, hügelig und so, da können die Panzer und alle und die Fahrzeuge nicht richtig fahren. Deswegen stimmt er ihr zu. Wir müssen da irgendwie rüber und direkt angreifen. Aber guck mal hier, wir könnten über das relativ flache Terrain, hier ist nämlich wieder geil für Panzer, auch vorrücken und die dann einkesseln. Und dann könnte nämlich die spanische Infanterie hier die fertig machen. Ja, aber sie will natürlich Artillery Support, weil Mimimi. Okay, super Plan. Alter, deutsche Söldner, ist die doof oder was? Ja, sagt er jetzt auch noch mal. Er möchte einfach Kampfgruppe 88. Kampfgruppe, it's a bit of a mouthful for me. Okay, kann sie nicht aussprechen, ist zu doof zu oder so. Minister Göring ist nicht named as Condor Legion. Ja. Condor Legion, das findet sie toll. Okay, dann wird sie uns ab jetzt halt so nennen. Alles klar. Das findet er jetzt toll und haha, alles klar hier, ab zum Sieg. So, das wollte ich euch nämlich noch ganz hier kurz zeigen. Okay, das hier ist geil, dass wir jetzt auch italienische Truppen einsetzen können. Aber so wie ich das gesehen habe, nur als Auxiliary Troops, also nicht als Kerntruppen, sondern nur Unterstützung. So, hier auf jeden Fall jetzt hält, den können wir nämlich jetzt einem Trupp zufügen und dann kriegt dieser Trupp, oder dann sorgt er dafür, dass dieser Trupp plus eine Initiative für alle angrenzenden verbündeten Einheiten gibt, dass die halt eher schießen vor den anderen und so. Sehr geil. Können wir gleich zuweisen. So, und das hier ist jetzt auch neu. Ich kann meinen Alliierten sagen, sie sollen irgendwas angreifen, irgendwas defenden oder irgendwo eine Position halten. Okay, das hier würde jetzt heißen, die greifen das nächste. Ah, alles klar. Ich habe denen jetzt quasi befohlen, die sollen das nächste Victory Hex angreifen, also hier drauf vor allem gehen. Nice. Ich könnte aber auch erstmal sagen, Hold Position. Ja, würde ich nämlich zuerst machen, damit ich hier oben mit den Panzern vielleicht rumfahren kann. Auf jeden Fall seht ihr, wir haben 29 von 35 Truppen nur noch, weil da noch was hier, die Luftabwehr ist ja noch kaputt gegangen und so. Das hier sind, glaube ich, genau, Hilfstruppen. Hier seht ihr, wie gesagt, überall, wo das Dreieck drüber ist, das sind unsere Truppen und Hilfstruppen. Ich weiß nicht genau, was jetzt schon hier diese 5 von 10 sind. Hier oben, die Italiener vielleicht. Ja, wahrscheinlich sogar. Geil. Ja, hier oben die Italiener, genau. Aber es sind ja nur zwei. Okay, wahrscheinlich kostet er hier drei Felder und er zwei oder sowas. Ja, und deswegen können wir jetzt gucken. Wir können zum einen hier unsere jetzt schon bereits, oder das sind noch nicht aufgestellte Truppen, aber die können wir dann aufstellen. Die können wir jetzt erstmal versorgen. Also man kann jetzt hier Verluste ersetzen oder halt Eliteverluste oder durch Elitetruppen auffüllen, was jetzt hier noch nichts bringt, weil die ja alle keine Erfahrung haben. Der vielleicht, das bisschen da, also mache ich wahrscheinlich auch so langsam, wie die hier alle Erfahrung sammeln, weil das wirkt sich schon aus. Also richtig erfahrene Truppen sind wesentlich besser als unerfahrene, ist ja auch irgendwie klar. Und ja, man kann jetzt also gucken, dass man hier Verluste ersetzt. Dadurch ändert sich das hier nicht. Man kann aber auch gucken, dass man jetzt hier Einheiten kauft, also dazu kauft. Das geht dann hier auch auf Einheitenfelder. Oder man kann schauen, dass man Sachen verbessert. Scheint mir aber so, als würde es jetzt hier noch nicht wirklich viel Neues geben. Okay, hier jetzt haben wir auch die taktischen Bomber zur Verfügung. Hier ein Aufklärer und hier tatsächlich dann zwei Bomber. Wir können Italiener dazu nehmen. Das ist ziemlich cool.
Aber so wie ich das verstanden habe, ja nur als Auxiliary Troops, also nicht als unsere eigenen Kerntruppen. Wäre aber cool, wenn das gehen würde, finde ich. Haben wir dann dadurch Infanterie? Jo, die dürfen auch Infanterie bringen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Weil Infanterie ist zum einen nicht so teuer, wenn man die immer ersetzt. Also wenn man hier Truppen zwischendurch ersetzt. Kavallerie ist halt unheimlich teuer, aber die sind auch ziemlich gut und mobil. Naja, auf jeden Fall scheint es so, als könnten wir jetzt hier auch Italiener kaufen. Ich würde aber erstmal normalerweise wird man so oder so erstmal alle möglichen Truppen ersetzen. Gibt manchmal Missionen, wo man sagt, okay, also hier geht es ja jetzt noch. Hier kann man ja hier oben die Panzer einsetzen. Es gibt manchmal Missionen, da ist zum Beispiel nur Infanterie gut. Dann versetzt man Panzer in Reserve und hat dann dadurch hier mehr Felder frei. Und der ist dann halt hier in Reserve. Man kann ihn auch aus der Reserve wieder rausholen und hinterher sogar noch aufstellen. Aber man macht erstmal Felder frei. Das ist halt ganz geil. Ich habe doch gesehen, wir haben auch ganz gut Kohle gekriegt jetzt von der letzten Mission zu hier. Es gibt Zusatzbelohnung, wenn wir das irgendwie schneller schaffen, als, ja, als die Zeit komplett abläuft. Also wenn wir hier irgendwie alles schaffen und es sind, weiß ich nicht, noch 9 Runden oder 8 Runden zu spielen, dann kriegen wir halt mehr Bonuskohle am Ende. Ihr seht, jetzt gerade, wenn wir abschließen würden, würden wir 190% extra kriegen. Was natürlich Quatsch, es geht ja nicht, ne? Aber so kann man sich das ungefähr denken dann, ne? Also wir würden noch plus 100% kriegen, wenn wir vielleicht bei 10 Runden sind oder so. Naja, also hier wird man jetzt auf jeden Fall die Truppen erstmal alle wieder auffüllen. Man kann dann hier upgraden klicken und die gegen andere Truppen ersetzen. Ist aber hier gerade nichts zur Verfügung. Also ich habe jetzt hier erbeutete BT5, aber auch nur 4 Stück, ja. Die auch irgendwie sogar geiler sind als mein Panzer 1. Okay. Aber wie gesagt, nur 4 Stück und ich kann die gegen nichts anderes aufwerten. Also ich kann die Klasse sogar ändern. Dann werden die jetzt rausgeschmissen und ich könnte hier dieses Teil hier nehmen. Will ich natürlich nicht. Aber ich kann Panzer natürlich jetzt hier nachkaufen. Also wenn ich die jetzt hier einfach resupplye, die sogar mit Elite, so, dann seht ihr, die Erfahrung ist nicht gesunken und die sind wieder voll. Ich könnte jetzt über das Upgrade-Ding auch hingehen und Überstärke machen. Ne? Dann kostet die Einheit mehr. Belegt hinterher irgendwann auch mehr Einheitenfelder, aber es sind auch mehr. Also es wären dann 13 statt nur 10 Panzer in diesem Trupp. Ja, und so geht das jetzt weiter. Hier haben wir jetzt das erste Mal die Möglichkeit, auch alles aufzustellen, weil in der ersten Mission noch eingeschränkt und dann wird es hier weitergehen. Das machen wir aber nicht heute, sondern vielleicht irgendwie bei einem anderen Mal, weil ich ganz ehrlich nicht weiß, ob ich das Spiel hier überhaupt aufnahmetechnisch für YouTube machen soll, weil eigentlich dachte ich nicht. Ich wollte nur mal auf jeden Fall in diesen neuen DLC reingucken und schauen, wie der so aussieht. Und ich muss sagen, erster Eindruck ziemlich geil. Das hier ist nämlich neu, dass man die auch echt steuern kann. So viel Gelaber, wie da jetzt gerade war, also so viel Story und auch mit hin und her, war auch vorher nicht in den Kampagnen. So, ich weiß auch nicht, was der DLC hier kostet oder so. Ich habe ihn, wie gesagt, sowieso mit dabei, aber ist natürlich immer so eine Sache, ne? Wenn das jetzt, sagen wir mal, hier ein 15-Euro-DLC wäre für 14 neue Missionen. Und für dieses bisschen Gelaber dazwischen drin, was noch nicht mal vertont ist, weil das war es nämlich in der normalen Kampagne. Aber hier ja offensichtlich nicht. Also ich habe es zumindest gerade nicht gehört. Dann, ja, weiß ich nicht. Muss man immer überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Also hier scheinen ein paar geile Features bei zu sein. Zum einen, dass man wirklich so hier diese billig Early War-Einheiten spielt und das auch wirklich detailliert zu machen scheint. Also ich meine, wir haben gerade die Truppen über den Kanal gebracht. Jetzt geht es darum, hier diese Seeblockade und Kriegsschiff-Dings platt zu machen und quasi aufzurüsten. Also ist schon sehr kleinschrittig. Und damit eben, so wie ich das eingangs schon sagte, genau das, was ich mir erhofft hatte, scheint es auch zu sein. Deswegen werde ich diese Kampagne auch demnächst auf jeden Fall hier komplett durchzocken. Ich weiß aber nicht, ob wir wirklich das, wie gesagt, als YouTube-Video machen. Ich meine, wir sind hier 36, das ist ja quasi noch Prä-Krieg, richtig. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Also, mir macht Spaß, wenn ihr irgendwie auf der Suche nach so oder interessiert seid in rundenbasierten Strategiespielen, dann ist das hier auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes. Wenn man jetzt natürlich auf diese ganze Weltkriegskacke hier auch steht oder so, wenn man da irgendwie was gegen hat, dann funktioniert das nicht. Und die Einschränkung halt oder über die Einschränkung hinwegsehen kann, dass das hier,
Ja, eigentlich vor allem mit der Wehrmacht zu spielen ist. In den Szenarien nicht. Da kann man auch durchaus anderes machen. Es gibt auch Multiplayer. Aber wenn man richtig Singleplayer-mäßig hier unterwegs ist und jetzt nicht so ein Riesenszenario spielt, was schon mega umfangreich ist, dann ist man im Moment auf die Wehrmacht halt beschränkt. Was ein bisschen schade ist, aber ich denke, da kommen dann demnächst auch mal andere Sachen. Also, für heute war es das auf jeden Fall erstmal. Wer bis hierhin durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Ich habe eine Menge gelabert irgendwie hier drin. Und bis auf den Anfang, wo ich ja immer mal so Flames of War Bezug hergestellt habe, war jetzt hier auch nicht wirklich viel Tabletop drin. Man könnte vielleicht noch sagen, so zum Abschluss, natürlich ist ein bisschen was drin, dass die Sachen so gleichzeitig funktionieren. Also, ich habe das vorhin zum Beispiel gesehen mit den Flugzeugen. Ich habe die alle, meine Jäger alle um diesen feindlichen Jäger drumherum gestellt und dann erst mit dem ersten wieder angegriffen, als ich dahin geflogen bin. Das heißt, man kann die quasi positionieren und danach auch schießen oder so. Das erinnert mich dann schon so ein bisschen an so Tabletop, wobei das ja auch eher bei rundenbasierten Sachen so ist, dass man quasi erstmal alles strategisch in Position bringt und dann halt schießt. Oder zum Beispiel die Infanterie schon nach vorne bewegt, aber noch nicht angreift, sondern erstmal wartet, bis die Artillerie da ist, erst dann damit schießt und dann mit der Infanterie angreift oder so. Das geht halt hier alles und das finde ich ziemlich cool. Und ja, das ist einfach eine stimmige Sache so für mich. Um nochmal diesen Flames of War-Vergleich zu haben, das ist jetzt natürlich Early War oder sogar eigentlich ja noch vor dem richtigen Krieg. Deswegen wird es da vielleicht schwierig, die Einheiten darzustellen. Aber ansonsten kann man halt da vor allem wohl in der Version 3, also in der Vorgängerversion von dem Spiel, jetzt gerade ist das in Version 4 oder so, da konnte man wohl wirklich alles super darstellen und da gab es unheimlich viele Einheiten und das ist das, was mich also fasziniert. Also ich habe mir für diese Briten, die ich da gemacht habe, unheimlich viel so kleine Versorgungs-LKW und so ein Zeug geholt und das sieht einfach zum einen super geil aus, macht auch Bock zu bemalen und ich finde einfach klasse, dass es da so ein Zeug gibt. Also es braucht man wahrscheinlich nicht, ist nicht spielrelevant. Also wenn ich irgendeine Artilleriestellung habe, habe ich eine Artilleriestellung, aber dass ich dann theoretisch auch die Zugfahrzeuge dafür mir besorgen kann und die alle dann als Modelle habe. Ich habe hier gerade so einen Morris-Truck, finde ich einfach genial. Finde ich super genial. Und in diesem Maßstab sieht das auch echt alles irgendwie relativ niedlich aus, finde ich. Ja, obwohl es ja eigentlich ja, ziemlich ernste Sache ist und so. Oder war oder wie auch immer. Naja, okay. Nicht noch mehr Gelaber. Ich sage mal Dankeschön fürs Zusehen und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal bei diesem oder einem anderen Spiel. Tschö!